ich muss lachen. Danke, es liegt an dir. Ich will nicht. Was trinken? Trotzdem lachen. Ja. Okay. Ja, ja, trotzdem. Es läuft schon, ja genau. So. Übrigens, apropos. Ja, alles. Jetzt immer früher auf, ist schon aufgefallen. Prost, die Damen, Prost, die Herren. Prost, ja. Nehmen wir schon auf? Genau. Google-Eiola. Du hast nichts zum Trinken? Ja, ich muss jetzt noch. Muss man die Aufnahme stoppen. Nein. Wir sind im Fluss. Wir kommen bei den Biertauchern. Numero 257. Wir schreiben den 25. Oder 24. Mai 2016. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Und heute sind dabei der Gregor, Dennis, der Anna, der Horst und der Stefan. Dabei war ich jetzt gar nicht so leise. Ja, das Ganze findet statt. Heute ist lange Leitung. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooCommerce.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch an unsere Flutter. Flutter ist immer noch nicht ganz tot. Nein. Insbesondere ist ja der Biertaucher-Podcast heute geflattert worden. Habe ich nicht mitgekriegt. Von wem? Vom Our Uf Code Podcast. Ah, das ist zwar ein bisschen Inzucht, aber macht trotzdem Spaß. Also ihr wollt im Prinzip nur einfach Flutter unterstützen, weil davon geht das meiste Geld ja dann die. Ich glaube, das Geld geht nur raus, wenn man es abhebt, oder? Ja, es geht erstmal auf ein Flutter-Konto. Ja. Weil das ursprüngliche Geld kam vom Horst ohne ihn. Also das heißt, wir schieben uns noch gegenseitig zu. Das heißt, aber wenn das man dann schon weniger, ja klar, die nehmen immer ihren Share. Natürlich. Ja, also doch, geht was dran verloren. Aber auch wenn du echtes Geld verwendest, gibt es auch was, das heißt Inflation. Nein, das ist Geldentwertung. Inflation ist, wenn man Geld druckt. Das kommt aus gleiche raus. Da. Nein, ist nicht dasselbe. Jetzt schon eine schwierige Wirtschaftssituation. Ja. Machen wir das Inhaltsverzeichnis. Und ja, als Klebemonster haben wir auch gehuldigt. Vielen Dank ans Klebemonster. Ja, danke für die, vielen Geschenke. Das Klebemonster habe ich heute getroffen. Du hast heute Klebemonster getroffen? Ja. Wo? Im Internet. Achso. Ah. Werde ich dann noch erzählen. Okay. Ich hoffe, ihr habt keiner von euch ist gestolpert. Nein. Okay. Teaser. Ich habe mir vorgenommen, ich habe es so überhaupt nicht gesehen und mich auch überhaupt, naja, ich habe mich ein bisschen informiert schon über die Google I.O., die hat ist ja wieder, hat ist wieder stattgefunden. Und ansonsten, was mir noch einfällt, vielleicht ein paar RP10-Vorträge oder noch alte Themen wie also die Serie Vikings. Aber das schauen wir mal. Von mir gibt es eine Rüge an den Stefan. Er war nicht. Das ist jetzt nicht besser. Okay. Was gibt's von der Anna? Die Anna, die weiß jetzt, why girls really don't code. Naja, wir werden sehen. Es gibt ein amerikanisches Projekt und dann habe ich mal Strickmusterschriften oder Strickschriften dabei und möchte euch das zeigen, wie sowas ausschauen kann. Ja. Ich habe nicht wirklich was zu sagen, aber wir haben einen Hörerwunsch, das von. Was sagst du nicht? Ich sag nichts. Dass wir über die Präsidentschaftswahlen reden. Ich sag da nichts. Ich erzähle von ersten erfolgreichen Studio-Link-Experimenten, von einem neuen Kapitel der Podcast-Visualisierung, einer Radtour und einer neuen Our Uf Code-Episode. Ja. Wenn Sie das interessiert, alles zu finden auf biertaucher.at. Folge 257. Mhm. Termine. Ja, haben wir auch eine ganze Menge. Und zwar am 4. Juni von 10 bis 18 Uhr gibt es im Sektor 5 ein Podcaster-Treffen, das sich eben über einen ganzen Tag erstreckt. Damit ist es eigentlich nicht nur ein Treffen, sondern ein ganzer Workshop. Es nennt sich Unsubscribe. Und potenziell mit Stargast Tim Pritlove, der auch Vorträge dort halten wird. Also da treffen sich die Podcaster, die was zu viele Abonnementen haben und wie man sie los wird. Sagt das der Titel aus? Ja. Ja, ja, das wird es wohl sein. Ja, ich werde auf jeden Fall, also ich habe mir fix vorgenommen, umzuschauen. Moment, wann ist die Daumen. Am Donnerstag? 4. Juni ist ein Samstag. Achso, okay, gut. Samstag 10 bis 18 Uhr, nächste Woche Samstag.
Im MetaLab. Im MetaLab? Ja. Ich dachte, Sektor 5. Nein, im Sektor 5. Im Sektor 5. Blappe ihm einfach nach. Was? Beim Haus zu Hause. Ich habe eine neue Geheimfähigkeit. Und noch einen Termin habe ich. Die EuRuCo ist jetzt festgelegt. Das ist die European Ruby Conference. Vom 23. bis 24. September findet statt in Sofia. Also nicht im MetaLab, sondern dort im Nationalen Kulturpalast. Und der ist schon alleine ziemlich spektakulär, wobei Sofia auch recht spektakulär ist, wenn man sich das anschaut. Das ist eine Millionenstadt, die unmittelbar am Gebirge liegt. Also das wirkt alles sehr nett auf mich und ich werde dort auf jeden Fall wieder hinfahren. Ich war bei der letzten auch, die war in Salzburg, die war gut. Und die nächste hat auch schon eine schöne Speaker-Line, auch wenn sie noch lange nicht voll ist. Also ich glaube, bisher haben sie 8 oder so. Und die klingen aber schon ganz interessant. Also es ist wieder eine Chance, den Mats kennenzulernen, den ersten Ruby-Designer, Entwickler, Gestalter. Der hält auch wieder dort die Keynote üblicherweise. Und es wird dein erster Trip nach Bulgarien sein? Ich war schon in Bulgarien. Ja. Ich war noch nicht in Sofia, aber ich war schon in Bulgarien. Ich war in der ehemaligen Hauptstadt. Deren Namen ich vergessen habe. Ja, ich habe einen ganzen Haufen Termine, aber im Endeffekt nur eine URL, die hat uns der Sven Kukes geschickt. Und ich glaube, der Harry, unser Filmgast, hat uns auch schon mal drauf hingewiesen. Es gibt eine Seite, die listet so alle Sommerkinos Wiens auf und alle wichtigen Termine. Ja. Und da ist auch das Science Fiction im Park zumindest erwähnt. Wie heißt diese URL? Die URL heißt im Genauen, also sehr interessant, sehr viele Filme, alle Termine aufgelistet. Und die URL heißt https://www.wien.info/de/lifestyle-szene/sommerkino. Also eine deutsche Webseite, wien.info.de. Nur Sprache ist deutsch. Also wien.info ist die URL. Ja. www.wien.info. Einfach anklicken. Genau. Shownotes schauen. Ich würde sagen, es ist ein überdimensionales Wien-Magazin. Okay. So ist mein Eindruck von der Seite. Ja. Ja, ich hätte auch noch Friday Night Skating anzukündigen. Ach. Nächsten Freitag, also diesen Freitag bin ich nicht dabei, aber die Woche danach bin ich wieder dabei. Ich bin am Freitag dabei. Ab 21 Uhr Treffpunkt. 21 Uhr Heldenplatz. Heldenplatz, und zwar ziemlich weit vorne, weil hinten, also am üblichen Platz ist immer Baustelle, drum ist es ziemlich vorne beim Heldentor. Hat es geheißen. Ich weiß nicht, ob ich den Heldenplatz kenne, aber es gibt ja sowas wie Straßenkarten. Ja, ja. Ja, ja, immer diese Ausreden. Na, ich habe doch gerade gesagt, diesmal kann ich. Glaubt er mir jetzt nicht. Fangen wir mit dem Geekigsten an, bitte. Strickmuster. Okay. Das ist doch eindeutig so das Geekigste überhaupt. Ist es doch gar nicht. Ich hab da was. Das ist so geekig, es hat schon nichts mit dem Computer zu tun. Also ich habe jetzt da mal was, das ist die amerikanische Art, Strickmuster zu schreiben. Mag das jemand beschreiben? Ich soll mal vorlesen, oder? Ja, man kann es auch vorlesen. Also es geht losgehend. Ja, genau. Das Muster nennt sich Cinderella sind Socken. Mhm. Auf eine ganz lustige Art gestrickt, also wer weiß, wie Socken stricken geht, die sind nicht im Kreis gestrickt und nicht auf 4 Nadeln, also nicht in Runden, sondern die sind auf 2 Nadeln, ja, okay. Aber das ist jetzt nur für die, die schon mal Socken gestrickt haben, also man kann auch mit 2 Nadeln Socken stricken, die man dann anziehen kann, ich habe es auch schon gemacht. Darf ich auch mal die Sprache sehen? Das erinnert mich ein bisschen an die Notation, wie man den Rubik's Cube, die Lösung an den Rubik's Cube schreibt, also in Gruppentheorie und so. Wäre interessant, ob man das auf das übertragen kann. Oh, ja, ja, da kann ich mich jetzt aber gar nicht mehr daran erinnern. Ich hatte doch auch mal eine Lösung dafür. Ich weiß es nicht mehr, wie die geschrieben war. Ja, wie soll man das beschreiben? Also die Amerikaner haben ein eigenes Notationssystem für Stricken, oder? Ja. Ich glaube, ich hole mal ein bisschen weiter hinten aus. Es gab eine eine Britin, die einen deutschen Herrn Zimmermann geheiratet hatte, und dann sind sie bei Zweiter Weltkrieg nach Kanada ausgewandert, und die hat gesagt,
hat auch sehr gern gestrickt und sie hat immer gesagt, sie hat nicht, also das heißt, wenn man was erfindet, heißt er to invent. Und sie hat gesagt, Stricken ist so eine alte Kulturtechnik, wenn sie irgendwas erfunden hat, dann hat sie das nicht neu erfunden, sondern dann hat sie das unvented, also unraveled, wie ausgegraben und so, genau. Und so ist das, kann man das vielleicht auch ein bisschen beschreiben. Es haben sich in verschiedenen Ländern verschiedene Schreibweisen, verschiedene Arten zu beschreiben eingebürgert, die sehr unterschiedlich waren, bevor die Leute angefangen haben, sich über Internet zu vernetzen. Und ich habe jetzt hier was, das ist eine typisch amerikanische Schreibweise. Das heißt, es wird alles, was man macht, in Buchstaben geschrieben. Also es wird reihenweise gestrickt, wird in Reihen hin und her, und für jede Reihe wird quasi ein Arbeitsschritt nach dem nächsten mit Abkürzungen, mit Buchstaben und Zahlen oder Ziffern beschrieben. Genau, und das ist auch alles dabei. Da gibt es auch seinen eigenen Punkt Materials und was man so wahrscheinlich davor irgendwie noch braucht. Genau. Und so eine Zeile, ich kann sie das mal vorlesen, damit sich der Hörer was vorstellen kann. Ja, sag es mal. Ja, ja. Oder magst du die Zeile einfach mal so vorlesen, wie es da steht, und dann sage ich, was in es heißt. In Gedichtsform, bitte. Sechsfüßiger Jambus. Hexameter, so. Bitte. Ah, okay. Na dann, muss ich mich drauf einstellen. Limerick. Wahnsinn. Row am Row 1, eckige Klammer auf, WS, eckige Klammer zu, Doppelpunkt, SL1, WYIF, Beistrich, K2, Last 2, STS, Beistrich, Abstand, großes W, kaufmännisches und großes T, Punkt. Ich kann das jetzt so, wenn du das jetzt mir aus dem Gedächtnis, kann ich das jetzt nicht sagen. Also Row 1 ist... erste Reihe. Das in eckigen Klammern die WS, das ist die wrong side ist immer die Rückseite. Es gibt right side, Vorderseite und wrong side, Rückseite. Mhm. Im Deutschen rechte Seite, linke Seite. So, dann SL1 WYIF slip one wind yarn in front. Okay. Das ist eine Vorgehensweise, wo man die Maschen nicht strickt, also nicht die Faden als Schlaufe durch die andere Schlaufe zieht, sondern wo man die eine Schlaufe aufnimmt und den Faden vorne um die Nadel rumwickelt. Mhm. Wind yarn in front, wickle das Garn von vorne um die Nadel. Mhm. Dann geht es nur weiter, dass man jetzt bis zum Ende der Reihe stricken soll, und dann soll man umdrehen, und dann geht es mit der zweiten Reihe weiter. Und so wird es so im Detail ganz klein, Schritt für Schritt beschrieben. Aber es wird Leute, doch lang, wenn das Reihe für Reihe beschrieben wird. Das gibt, ich habe hier was anderes dabei, das ist zum Beispiel ein Pullover. Das ist auch in dieser amerikanischen Schreibweise beschrieben. Mhm. Da habe ich, weil es noch für verschiedene Größen angegeben ist, habe ich es noch irgendwie rot umkringelt. Die Größe, die ich stricken wollte, das geht über, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchseiten. Mhm. So ein bisschen so wie diese Listings, die man früher abgetippt hat aus den Computerzeitschriften. Oh, also, ja, genau. So, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das aufzuschreiben. Die mag ich lieber, und die ist in Deutschland schon, ich weiß nicht wie alt, auf jeden Fall kenne ich die schon von meiner Großmutter, die Art, das aufzuschreiben. Man kann das auch in Sonderzeichen schreiben, und dann braucht es deutlich weniger Platz. Das ist jetzt nicht das gleiche Muster, aber das ist was Ähnliches wie... das hier, und also ähnlich viel von der Menge her, und braucht halt statt einer ganzen Seite einfach nur so ein kleines Stück. Mhm. Vorteil, man hat immer einen Überblick, also wenn du strickst und du weißt was, also diese Sonderzeichen, die sind nicht vereinheitlicht, da gibt es keine Normen, aber man weiß, also die Strickzeitschrifthersteller zum Beispiel verwenden immer den gleichen Zeichensatz oder den gleichen Satz an Mustern. Okay. Vorteil ist, wenn du weißt, was die Zeichen bedeuten, siehst du an der Zeichnung schon, wie das Muster aussehen soll, irgendwann mit einer gewissen Übung. Mhm. Also kannst du nicht Code lesen dann. Ja. Schon oder nicht, meinst du jetzt schon, dass ich... Ja, du schließt vom Source Code auf das fertige Produkt. Ja. Genau, dann kannst du schon vorstellen, wie es dann aussieht. Genau. Das ist halt ein bisschen visueller als der andere. Ja. Also zur Beschreibung ist, das sind lauter kleine quadratische Kasteln, und manche sind einfach schwarz ausgefüllt, manche haben einen weißen Kreis drin oder ein Dreieck oder einen Strich.
Und es ergibt sich schon ein Muster, wenn man es nur von der Entfernung anschaut. Oder hier sind zum Beispiel Lücken drin, das heißt, dass es da das gesamte Stück an schmäler wird. Und genau. Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man sich das jetzt nicht merken kann, dass man immer am Hin- und Herplatteln ist, was hat jetzt das Zeichen bedeutet? Du musst vielleicht erstmal das Alphabet lernen, sozusagen. Du musst erstmal lernen oder du musst dann nochmal nachblättern, weil es gibt halt Geschichten. Ist das dann netterweise in jeder Strickzeitschrift einmal erklärt? Ja, da gibt es irgendwo gibt's eine Überblicksseite. Ich habe es jetzt gar nicht da. Wahrscheinlich ganz hinten. Man weiß es nicht. Wirklich. Nicht zwingend. Es gibt dann trotzdem noch Abkürzungen, also ein paar braucht man trotzdem noch für die Beschreibung, aber dieses eigentliche Muster, also ob jetzt da irgendwie ein Zopfmuster ist oder ob da, was weiß ich, irgendwie ein Lochmuster ist oder so, das kann man dann so eben auch aufschreiben. Das kommt eher noch aus Europa, das hat sich einfach irgendwie so eingebürgert, es, wie gesagt, es kommt schlussendlich aufs Gleiche raus. Ich arbeite lieber mit diesen Charts, nennen die sich, also mit diesen Gezeichen, mit diesen diesen Musterdingen aus dieser Berliner-Zeitschrift, weil ich es übersichtlicher finde. Es gibt Leute, die sagen, sie finden das ganz schrecklich, irgendwie diese Zeilen immer zu lesen, sich diese Zeichen auszudrucken. Es gibt auch online so Umwandeltools, die funktionieren besser oder schlechter. Ich bin eher dann so, dass ich mir selber umzeichne, dass ich dann kariertes Papier nehme und dann mir irgendwie sowas dann halt aufzeichne. Ja, und dank Internet hat sich das so ein bisschen vereinheitlicht, weil inzwischen ist es nämlich fast immer so, dass wenn irgendwo online ein Muster veröffentlicht wird, dass es beide Arten von Notationen gibt. Das ist nämlich hier auch, das habe ich jetzt nicht ausgedruckt, weil... Doch. Jetzt habe ich es nämlich hier ausgedruckt. So sieht das dann aus. Ich stelle mir sich da eine Schrift dafür. Um das sowas zu erzeugen? Oder ist das ein Bild? Das ist jetzt ein PDF. Nein, aber also, gibt es einen Zeichensatz, mit dem du das machen kannst? Nee. Also es gibt Stricksoftware, die haben ihre eigenen Zeichensätze, damit habe ich mich noch nicht näher auseinandergesetzt. Aber ist Google Font nicht einfach embeddbar? Es gibt viele, die machen es in Excel-Tabellen. Weil du da ganz viele Zeichen reinhauen kannst. Ja. Und diese Stricksoftware, das weiß ich nicht, was die für Fonts verwenden, das gibt es eben auch. Und ist das jetzt derselbe Code, mit dem du dann einen Strickmaschinenroboter füttern kannst, dass er für dich was strickt, oder ist das dann wieder anders, nämlich Lochkarten oder... Die Lochkarten wurden ja ursprünglich erfunden für so Spinnereimaschinen, ne? Ja, du kannst, also hätte ich das passende Lochkartenlesegerät zu meiner Strickmaschine, dann könnte ich es mit Lochkarten füttern. Das würde jetzt natürlich, das könnte man umsetzen in Lochkarten. Aber es gibt noch keine, jetzt keine super Strickmaschine, der du einfach die Zeitschrift aufschlagst und in den Scanner legst und sie strickt das. Also die diesen Code für Menschen lesen kann, oder weißt du, ist das nicht Standard? Also es gibt, soweit ich weiß, gibt es die Möglichkeit, dass man das aus einer Excel-Tabelle ausliest und dann der Strickmaschine füttert. Da muss man aber selber ein bisschen basteln und löten und das habe ich noch nicht gemacht. Also das geht also nur theoretisch. Die Strickmaschinen haben standardmäßig Lochkartenschnittstellen oder Lochkartenräder drin oder auch nicht standard? Die hatten früher Lochkartenleser, die vollmechanischen und die elektronischen, die haben irgendeine andere Möglichkeit, das einzugeben. Sind auch Farben definiert? Kann man definieren. In der Schrift? In der Schrift jetzt nicht, weil die ist einfarbig, aber ja, vielleicht finde ich auf die Schnelle was mit Farben. Ah, dann drucken Sie das auch wirklich im Bund? Nee, also nicht im Bund. Das wird. Genau, hier. Doch, hier ist es tatsächlich im Bund. Also, das sind das ist. Ein Farbmuster, das ist halt hier in verschiedenen Grauschattierungen. Ja. Muss aber nicht sein, also es kann auch sein, dass für Farben andere Zeichen genommen werden. Und wie macht man das mit Skalieren auf andere Größen? Gibt's 1290 Wege. Ja. Also entweder man hat, also wenn man hier jetzt sich so ein Karo-Papier vorstellt, wie von so einer Excel-Tabelle, kann man das so zeichnen, dass in der Mitte so eine Unterbrechung ist, also wie so ein Riss, genau. Und dann gibt es nochmal einen extra Absatz, wo dann beschrieben wird, wie viele,
wie viel, was weiß ich, Muster, genau, wie weit man das quasi auseinander, wie sagt man da, was man da, welche Menge an Maschen man zwischendrin nur einfügen muss. Da gibt es nichts Einheitliches. Aber gibt's. Die Anna hat mir einen Pulli gestrickt, aber sie glaubt, ich bin ein Gorilla, meine Arme gehen bis zum Boden. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist natürlich dann immer noch, das ist mal eine andere Geschichte, aber das ist dann mehr so materialabhängig. Also man muss vorher die sogenannte Maschenprobe machen, weil diese ganzen Anleitungen, das nützt halt alles überhaupt nichts, wenn man nicht weiß, was das Material, mit dem man arbeitet, tut, nachdem es gewaschen wurde. Ja, so passieren dann so Sachen mit den Ärmeln, die bis zum Boden gehen. Ja. Moment, Kleidungsstücke können auslaufen? Größer werden? Ja. Ja. Noch nie erlebt. Seide wird gerne größer. Aber vorne und hinten gibt es beim Faden nicht, wo man anfangen muss. Eigentlich müsste das ja wurscht sein, oder? Das kommt oft darauf an, wie es gezwirnt ist. Der Stoff muss man ja aufpassen, ob man längs oder quer nimmt. Es ist bei sogenannten Effektgarnen bzw. Art Yarns, muss man auf vorne und hinten ein bisschen achten. Es ist aber so, dass richtig Faden ist ja, also ein Strickgarn, es ist aus mehreren Fäden verzwirnt, die sind umeinander rumgewickelt und da ist es im Grunde egal, ob es jetzt vorne oder hinten ist, dann werden sie aber oft noch weiterverarbeitet. Dann werden sie vielleicht nicht gefärbt, sondern mit Druckmaschinen bedruckt. Da ist es dann ein Unterschied, ob man quasi vom Anfang oder vom Ende vom Knäuel anfängt, weil die Farbe, also wenn es dann unterschiedliche Farben sind, die verlaufen dann in unterschiedliche Richtungen. Dann gibt es welche, wo ein sehr feiner Faden nicht miteinander verzwirrend ist, sondern gestrickt ist zu einem, nochmal zu einem Faden. Da ist vorne und hinten dann ein Unterschied. Dann gibt es was, wo Perlen drauf sind, dann gibt es also gibt's alles Mögliche. Ja, da muss man auch vorne und hinten schon achten, aber das sind so mehr so, das sind ein bisschen Spielereien dann. Ich bleib bei meinem Computer. Abust. Ich glaube, ich bleib auch lieber bei Brainfuck. Ich verstehe besser, was du in seinem Podcast oder hier mal gesagt hast, dass da gewisse Analogien gibt zwischen Programmcode lesen und Strickcode. Ja, das hat sie hier gesagt von ein paar. Habe ich das hier gesagt? Zwei Folgen. Und jetzt würde ich den Dennis, der Dennis hat nämlich damals gefragt, ob es Schleifen gibt, aber ich finde natürlich, ich würde jetzt, wenn ich es jetzt finde, also dann zeige ich dir die Notation für eine Schleife. Gibt. Das sind keine drin. Ah, hier, da gibt es schon. Das gibt so wie bei der Musik, der Wiederholungszeichen. P22G. Aha. Was? Ja. Ist das eine Schleife? Nein, Purl to Together, das heißt zwei linke Maschen, zwei Maschen links zusammenstrecken. Also links ist. Das ist eher Makro. Ja, genau. Vielleicht finde ich noch was, dann zeige ich dir das. Also das ist ja schon zum Teil natürliche Sprache und dann kommen dann diese Row One WS und so weiter, die dann ja nicht mehr natürliche Sprache sind. Ja, simpler, gell? Adresse und Befehl. Ja, ein bisschen, ja. 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 Ah, das da ist RIP, da. Da haben wir RIP für Repeat. Ah, okay. Ah, ja. Ja, gut, okay, das ist dann, ja. Ja. Da steht dann im Prinzip Reihe 21 bis 25 und 39. Gibt es Variablen? 21 bis 25, bis es insgesamt 39 sind. Die auf jeden Fall. Da haben wir vorher schon was gestrickt und dann muss man das nochmal wiederholen und wenn dann 39 insgesamt die absolute Zahl. Also man muss dann Folge 21 bis 25 wiederholen. Ah, okay. Gibt es Variablen? Wenn du hier 5 machst, dann musst du dort auch 5 machen. Eigentlich indirekt, was sie gesagt hat. Über die Größe vielleicht, ne? wenn's verbreitet. Ja, das heißt dann gegengleich. Aber das, also zum Beispiel, arbeiten Sie den Armen jetzt hier den anderen Ärmel gegengleich oder sowas. Ja, gibt's. Das ist eine gute Idee, wenn der andere Ärmel ähnlich ist. Ähnlich, aber spiegelbildlich, halt bietet sich an. Ja. Und jetzt, um auf deinen Podcast anzuspielen, was braucht jetzt eine Stricknotation, damit sie Turing-complete wird? Also erstens Sprung ist es unser Podcast und nicht mein Podcast. Anna und mein Podcast. Okay, ja, euer Podcast. Ja. Turing-complete? Weil sie braucht ja kein if für Turing-complete, es reicht ja, wenn sie einen Go-To-Befehl hat. Ne? Nein, Go-To reicht auch nicht, weil du dann noch keine Bedingungen hast. Ja. Du brauchst schon ein if, praktisch. Irgend sowas in der Art. In der Art. Okay.
Gibt's das? Steht da was? Kommt das Wort wenn vor in der Strickmaschine? Es gibt auch andere Möglichkeiten, Turing Complete zu sein. Deswegen suche ich gerade nach ein paar Dingen. Es gibt Wenns, ja. Es gibt Wenns. Wenn man verschiedene Größen macht, gibt es zum Beispiel Wenn. Ja, ach so, naja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ja, welche, ob das... Ja, wenn das Wort wenn vorkommt, dann passt das nicht. Ja, nee, das reicht mir nicht aus. Weil dann kannst du nur sagen, dann fehlt noch zum Beispiel ein else, beziehungsweise eine andere Möglichkeit. Mhm. Es wird dann ziemlich kompliziert. Also ein if reicht nur nicht wirklich aus. Mhm. Aber hier folgendes. Wenn es ein wenn gibt, ich sehe jetzt keins, kann man sehr wohl hingehen und sagen, repeat row... x bis y, mhm. Also x sind dann schon voll definiert und damit könnte man schon Turing-fähig werden. Also hier in dem das ist eine Jacke, ich glaube in der Jacke gibt es kein if. Habt ihr jetzt auch das geistige Bild im Auge von dem riesigen Strickmaschinencomputer, der nach Jahrhunderten Stricken dann die Antwort 42 rausstrickt aus einem gigantischen Wand? 42 ist mir auch schon vorgekommen in den Gedanken. Noch ein paar andere skurrile Dinge, so wie rekursives Stricken, was das jetzt dann wohl eigentlich ist. Rekursives Stricken. Aber so eine Freundin, die macht so 3D. Oh, das heißt die 42. Es werden ganz viele 42 Socken zu einer Megasocke zusammengestrickt. Oder Topflappen, genau. Ganz viele 42er Topflappen zu einer großen Fahne. Aber es gibt ja diese Strickgarne, die ausgestrickten, also das was ja dann kein Stoff, was Strickstoff, das ist doch dann rekursiv, oder nicht? Strickmaschen? Ja, also eigentlich ist das noch nicht ist eine Möglichkeit von Rekursion. Man kann aber auch Rekursion... Wenn du deinen Schal in einen Schal strickst am Rand. Ja, ja. Okay. Eine andere Art von Rekursion wäre zu sagen, du hast jetzt die ersten zwei gemacht, jetzt wiederholst du das, jetzt... Nee, Quatsch, das ist noch keine Rekursion, das ist keine Schleife, das ist nur eine Schleife. Ja, das wiederholst halb so groß. Und das vorher war eigentlich nur geschachtelte Schleifen. Ja, eben. Übrigens habe ich hier, das war gar keine Absicht, aber ich habe hier einen Schal und die Anleitung nennt sich Hitchhiker. Weil, wenn man nämlich das ist eine, die Martina Behm heißt, die hat sich aus einer von einer bestimmten Herstellerin, von der Wollmeise, aus der Wolle von der Wollmeise einen Schal gestrickt, hat dieses Muster entworfen. Und wenn man jetzt von eben original Wollmeise Garn hernimmt, dann kriegt das Ding 42 Zacken. Deswegen muss es natürlich Hitchhiker heißen. Schon wieder 42. Und es gibt eine Mustersammlung, die nennt sich A Trilogy of Four Patterns, passend, und da ist das auch mit dabei. Mit nur vier Ecke. Ja, ist ein bisschen... Wir Vitamin Nerd. Ist ein bisschen fusselig. Ne? Ja, was ich sagen wollte, Strickmuster-Designer sind manchmal ganz schön nerdig drauf und der Anhalter durch die Galaxis ist zum Beispiel überall bekannt. Das ist 23 kommt auch relativ oft vor, also nicht nur die 42. Das ist und die 5? Die 5 erstaunlich selten. Was? Ja. Das sind eindeutig keine religiösen Discordianer. Nee, so religiös sind sie gar nicht. Ja, so. Jetzt sind wir wieder rumgenördet, jetzt könnt ihr wieder über Computer sprechen. Das war schon richtig gut. Übrigens hier auch, ich finde allein den Titel von dem Buch halt einfach wunderschön. Dominitrix. Dominitrix. Okay. Whip your knitting into shape. Ja. Jetzt braucht man noch einen Stricksimulator. Ha? Genau, ja. Ja, eine virtuelle Maschine, in der wir Strickmuster. Ich sehe schon die ersten Informatik-Hausübungen in so Vorlesungen. Machen Sie eine Turing-komplette Strickmaschine. Hier haben Sie den Emulator. Vier Befehle. Ja. Und dann siehst du die Leute schon mit so Wollknäueln. Die Katze hat das. Ist dein Schal schon Docker-fähig? Was? In einem Container passt das sicher. Jetzt wird es ja nicht. Das muss jetzt leider passen. Meine Damen, meine Herren, können wir das Politthema vorziehen? Weil ich habe schon das erste Bier fertig und da wird nichts mehr draußen. Oh je. Ja, machen wir das. Ich gehe lieber raus bei dem Thema, sonst reg ich mich wieder endlos auf. Bist eh schon fast gelernter Österreicher, oder?
Ach so, stimmt, das ist hier gewollt, stimmt, ja, ja. Ja, also wir haben wirklich den Hörerauftrag. Moment, dann brauche ich erstmal ein Bier. Ich will den Bundespräsidentschaft zurück. Genau, Wagen. War jetzt. War ja, vielleicht ein paar Sachen Krimi. Für die Deutschen. Kannst du mal vielleicht mal die spannendste Wahl der Zweiten Republik. Eine Stichwahl zwischen Hofer und Van der Bellen. Mhm. Van der Bellen, ein unabhängiger Kandidat, der aber bei den Grünen eigentlich zuzurechnen ist, so. Hat gegen den anderen unabhängigen Kandidaten, der aber dritter Nationalratspräsident für die FPÖ genau, ist, richtig, gewonnen. Ja, ja. Ganz knapp. Weil, ja, 30.000 noch einmal Stimmen von 6 Millionen Wahlberechtigten. Und das war so, am Sonntag war ich bei Freunden grillen, da waren schon die ersten Wahlberichterstattungen. Ja. Es war halt schwer zu fassen, dass das wirklich dann noch nicht am selben Abend entschieden war, diese Wahl, sondern eigentlich der Kandidat Hofer im einen Vorsprung hatte, einen kleinen, und erst durch die Briefwahl, das dann eigentlich auf Van der Bellen umgedreht wurde. Was natürlich ich kann nur eins sagen, gut ist gar nicht. Also das ist so meine Worte, ganz politisch, ganz einfach ausgedrückt. Das ist auch das, was die internationalen Zeitungen alle schreiben. Ne? Mhm. Sonst wäre Österreich nicht mehr ernst zu nehmen. Naja, das ist die große Frage. Ob das jemals war. Bringe ich ein bisschen Kontroverse rein. Bitte. Das ist doch immer die Wahl von Grüß August gewesen. Die spannende Wahl ist die in 2 Jahren. Mhm. Und die wird vermutlich auch nicht besonders lustig ausfallen. Wird nicht lustig sein. Nein. Und also das Wahlverhalten wird sich nicht tragisch ändern von den Leuten, und daher wird das die nächste Wahl dann das Problem. Da muss man vorausschicken, wenn man politisch nicht leidensfähig ist, hat man als Österreicher eh nichts verloren. Also, ja. Also es gibt ja auch so in der Berichterstattung so, die das so schreiben, okay, das war jetzt ein wirklich knapper Sieg für Van der Bellen, das könnte so als Weckruf an die Regierung irgendwie gewertet werden, aber wie du schon gesagt hast, die Leidensfähigkeit und bei mir auch das große Misstrauen, dass die Regierung da wirklich, oder die, also Rot und Schwarz, irgendwie einen großen Turn schaffen, wenn die SPÖ hatte jetzt diesen Kern als neuen Vorsitzenden. Also man muss dazu sagen, wir haben eigentlich mit einer Doppelunterbrechung von der schwarz-blauen Koalition haben wir seit 1986, glaube ich, eine rot-schwarze Koalition. Mhm. Das ist halt auch schon ein bisschen lang. Ja. Und da ist auch klar, dass die Österreicher die Schnauze voll haben und dann doch lieber blau wählen zum Teil, weil rot-schwarz, es ist im Prinzip, also für die deutschen Zuhörer, rot-schwarz in Österreich ist wie rot-schwarz in Deutschland. Aber für euch ist das neu in Deutschland, ne? Ja, das gab es nicht so oft, ja. Und ja, die Roten sind hier nicht so sehr die Verräter wie in Deutschland, wo die ja ziemlich viel die Bevölkerung und die, besonders die eigenen Wähler betrogen haben. Hier sind die Roten eher, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es ist historisch, weil hier die SPÖ immer die stärkere Position gehabt hat. Ja, also war zumindest stimmstärkste Partei, glaube ich, immer. Ja, aber die Roten haben, wenn sie stimmstark waren, wirklich den eigenen Wählern in den Rücken gefallen. Wie mit Ein-Euro-Jobs und solche Sachen. Ja. Wie ist das, Hartz Rente? Ja, Hartz IV, alles Mögliche. Oder Riester-Rente. Das ist alles von den Roten. Und damit. Um es der Wirtschaft recht zu machen. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob die Wirtschaft dadurch profitiert hat. Aber sicherlich auch. Also am meisten die Wirtschaft auf jeden Fall, ja. Die Bevölkerung definitiv gar nicht und die Regierung kurzfristig wahrscheinlich. Das war es eigentlich schon. Aber es sind hier ähnliche Sachen mit der geringfügigen Beschäftigung und so weiter. Ja. Also okay, dann fallen die Roten hier auf. Ich finde es nicht so aufregend, so den Unterschied in der Beobachtung. Ja. Ich finde es relativ ähnlich. Und ja, und das ist halt gerade diese Bewegung in Österreich halt vor den Deutschen, dass hier die Blauen an die Macht sogar kamen. Blau-schwarze Regierung und die AfD will natürlich auch dorthin. Und man kann im Prinzip sagen, die Deutschen laufen, was politisch anbelangt, den Österreichern nur hinterher. Vielleicht auch noch ein bisschen mit geschichtlicher Aufarbeitung. FPÖ war durchaus einmal relativ ähnlich FDP, allerdings ist es schon einige Zeit her. So noch vor dem Haider 86. Das wäre jetzt genau als nächstes Beispiel von mir gekommen, bis dann der Haider die FPÖ übernommen hat. Da hat sich die FPÖ dann eindeutig in Richtung einer nationalen bis hin zur deutschnationalen Partei entwickelt. Rechtspopulistisch, also dem dann ziemlich ähnlich, was jetzt in Deutschland die AfD ist und durchaus mit ähnlichen Botschaften. Es ist ja so, jetzt bei der Wahlparty der FPÖ jetzt eben
diese Woche war auch AfD vertreten und so weiter, also die verstehen sich auch gut. Ja, und die haben es schon gegenseitig beglückwünscht. Ja. An die nationalen, einigen Stellen. Ja, ja. Diese FPÖ im alten Sinne gibt es nicht mehr wirklich. Da gab es dann einmal eine Zeit lang. Ja, genau. Da gab es dann einmal eine Zeit lang ein liberales Forum, das lief. Das hat sich aber mehr oder minder auch aufgelöst. Da gibt es noch irgendwelche Restbestände davon. Man kann argumentieren, dass jetzt die Neos sozusagen eine Wiedergeburt sind. Die sind eben nicht wirklich. So wie ich sie gesehen habe und Neos, ja. Also ist nicht abwegig, dieser Vergleich. Dieses Marktsegment sozusagen, liberal, wirtschaftsliberal. Zu bedienen. Ja. Ist in Österreich aber immer sehr schön. Eigentlich auch immer eine andere, bisschen andere Bewegung gestartet hat, aber sich wahrscheinlich mehr in die Richtung entwickelt hat. Ja, gerade nochmal davon gekommen bei dieser Wahl. Ich fand es insofern auch bemerkenswert, weil es war, also für mich war es eine spektakuläre, also für alle war es natürlich eine spektakuläre Wahl, aber ich war an dem Tag relativ gestresst und bin dann halt noch hingegen ins Wahllokal und so. Und das war halt so knapp, dass wirklich jede Stimme gezählt hat. Also man hatte bei diesem Wahl wirklich das Gefühl, einen Unterschied zu machen und nicht irgendwie weit ab seine Stimme. Ja, genau, richtig. Aber hier hat sich das Ergebnis so zugespitzt, dass man da auch ein Gefühl dafür bekommen hat. Ja. Das zurzeit veröffentlichte Wahlergebnis hat für mich einige bittere Beigeschmäcker noch. Also erstens einmal ist das nur das vorläufige Wahlergebnis, das dadurch zustande gekommen ist, dass die Wahlbehörden die Stimmen ausgezählt haben und elektronisch übermittelt haben. Ah, aber es gibt nicht, nicht die Urnen übermittelt worden sozusagen. Genau, ich glaube, es werden nicht einmal die Urnen übermittelt, es wird aber Papier übermittelt auf jeden Fall. Und das kommt erst und dann gibt es das endgültige Wahlergebnis, wo noch einmal gezählt wird. Mhm. Also nicht die Stimmen neu ausgezählt werden, aber diese übermittelten Ergebnisse in Papierform noch einmal. Da gab es ja von einer Stelle einen ganz massiven Fehler. Und es gab nicht nur einen Fehler, sondern es gab mindestens drei Fehler. Aha, der erste Fehler war noch mehrere Stunden vor der Veröffentlichung des Ergebnisses. Also ich glaube, es war am frühen Vormittag. Das Ergebnis der Wahlkartenauszählung vom Innenministerium auf der Webseite des Innenministeriums veröffentlicht. Allerdings nicht das wirkliche Ergebnis, sondern nur eine Statistik eines Dummy-Ergebnisses. Sie haben nämlich diese Software getestet, ob die auch zählt, und diesen Software-Test haben sie dann auf der Webseite publik gestellt. Was ein anderes Ergebnis ergeben hätte als das endgültige oder als das Zwischenergebnis, das jetzt bekannte Zwischenergebnis ist. Und dann, wie du sagst, von zwei weiteren Sprengungen gibt es merkwürdige Ergebnisse. Das eine ist eine Sprengung, die eigentlich nur 1700 Stimmen hätte, wo dann über 7000 eingemeldet worden sind. Also das hat man, Weidhofen oder Hübs? Genau, das hat man aber relativ instantan festgestellt und korrigiert. Da wurde dann sozusagen neu angefragt, daraufhin wurde das neu übermittelt und eingerechnet. Der letzte Stand auch, dass nicht die Stimmen falsch gemeldet wurden, sondern die Anzahl der Wahlberechtigten. Also es hat keine Auswirkungen gehabt auf die Stimmzählung. Okay, jetzt bleibt noch ein, auch der Fall ist noch relativ harmlos, weil da ging es um eine Zahl mit 1000 etwas zu 7000 etwas, also eine Differenz von 6000, grob 6000 Stimmen, und die jetzige Ergebnisdifferenz ist ja um die 30.000 Stimmen. Richtig. Also hätte es zumindest das Ergebnis nicht umdrehen können. Ein bisschen anders sieht es aus bei einem Wahlkreis in Linz. Da gibt es nämlich einen Sonderwahlkreis, der hat eine Auszählungsquote von 4200% der abgegebenen Stimmen. Da weiß man zurzeit noch nicht ganz, was es ist, also das letzte, wo ich nachgeschaut habe. Und da ging es um mehr als 30.000 Stimmen. Also das könnte sich theoretisch damit in die andere Richtung gewandelt haben. Hoffen wir nicht. Hoffen wir nicht. Wir werden alle sehen, wie das damit ausgeht. Es ist auch so, bei manchen Sachen, die am Anfang merkwürdig erschienen, haben sie es dann herausgestellt, dass das sehr wohl passieren kann. So Sachen wie, es ist nicht notwendig, dass jemand wo wohngemeldet ist und in einen Wahlkreis, und trotzdem kann es zu Ergebnissen kommen. So, dass dann so Fälle, wenn es dort ein Spital ist und in dem Spital niemand wohnt, aber trotzdem dort Stimmen abgegeben werden können. Also es sind dann immer wieder extra Sachen, die halt erklärt werden müssen. Dann gab es schon die großen Verschwörungstheorien wieder von der FPÖ angezettelt, was denn da jetzt alles schiefgelaufen ist. Aber jetzt heute gab es Pressekonferenz von Hofer und Strache, wo sie gesagt haben, also sie sehen jetzt im ersten Moment keine relevanten
Merkwürdigkeiten, sie werden dem, es wurde Experten übergeben und sie werden dem nachgehen, aber wenn kein Fleisch dran sei an den Knochen, dann werden sie auch nicht Berufung einlegen. Also wir werden sehen, wie das Ganze sich in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Die Wogen kochen auf jeden Fall noch ganz schön hoch, also auf Facebook jetzt drunter und drüber. Es war ja auch diesmal das erste Mal, dass das Wahlergebnis des ORF veröffentlicht worden ist, indem es Facebook zitiert haben. Wie sowas zustande kommen kann, das klingt ja mehr als skurril. Da war die Geschichte die, dass das Innenministerium ausgezählt hat und die eigentliche Veröffentlichung des Ergebnisses schaut so aus, dass der Innenminister dann vor die Kameras tritt und dann halt eine Rede, kurze Rede hält und das dann analysiert. Aber was schon vorher passiert ist, so rund 20 Minuten vorher, ist, dass der FPÖ-Kandidat Hofer seine Niederlage eingestanden hat. Auf Facebook. Auf Facebook. Und genau dieser Facebook-Artikel wurde dann halt kolportiert als das Wahlergebnis, was auch wieder schwer schräg war. Also es waren einige Sachen. Wobei, das muss kein Leak im Innenministerium sein, sondern es hat ja jede Partei Wahlbeobachter. Und die Partei, der steht das natürlich frei, wenn die so gut organisiert ist, dass wirklich von jedem Lokal die Wahlbeobachter gleich nach Auszählung telefonisch das Endergebnis von dem Sprengel melden, ja. Ne, dann können die natürlich durchaus schon eine eigene Hochrechnung machen und eine eigene. Ja. Müssen nicht aufs Endergebnis warten. Ja. Warst du dieses Mal am Wahlergebnis? Diesmal war ich nicht, aber ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Ich werde sicher machen bei der nächsten Nationalratswahl, weil das meiner Meinung nach sehr, sehr gut investierte eine oder zwei Stunden sind oder ein Tag halt für die Republik. Also man kann selten mit so wenig Zeiteinsatz so viel zur Demokratie beitragen. Einfach nur zur Partei seines Vertrauens gehen und sagen, man möchte Wahlzeuge werden, der Wahlbeobachter, und dann kriegt man einen Wisch, die freuen sich normalerweise so. Ja gut, dann... Abschließend vielleicht, Kandidat Hofer hat auch im Mittagsjournal wurde zitiert, dass er also zur Mäßigung aufruft, auch dezidiert auf Facebook die Fans. Also habe ich auch mitbekommen, diese Meldung. Also Van der Bellen gratuliert hat und halt so. Zu wörtliches Zitat, er möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die FPÖ ein schlechter Verlierer ist. Jetzt haben wir gerade so die Diskussion, ob jetzt Österreich gespalten ist. Ja. Und wenn man sich die Statistiken anschaut dazu, ist es ganz interessant, dass es mehrere Spaltungsmöglichkeiten gibt auf die Art und Weise. Man könnte zum Beispiel sagen, gespalten zwischen Frauen und Männern, weil Hofer etwa 60% der Männerstimmen hat, während Van der Bellen etwa 60% der Frauenstimmen hat. Man muss aber vorsichtig sein, das beruht alles auf einer Studie mit einem Sample von 1000 noch was Leuten. Ja, also das wird zwar nicht ganz daneben sein, daneben, aber ich würde das jetzt nicht so, hat, glaube ich, 4% so hoch spielen. 4% Schwankensbreite, die Statistik. Aber da sind ja einige interessante Sachen, nicht nur Männer, Frauen, sondern... Auch die Bildung. Ja. Da ist es noch krasser. Also bei der Gruppe mit mindestens Matura-Abschluss oder Universitätsstudium ist es 80-20 für Van der Bellen. Also da ist es ein sehr witzigerweise Matura-Leute, also Abitur für Deutsche, mehr Van der Bellen wählen als Universitätsabsolventen. Die sind wieder ein bisschen weniger. Das ja, also, aber das, und das ist also Bildungsgrad und vor allem ganz arg Stadt-Land. Ne? Ja, das auch. Das ist auch ganz, ganz krass. Ja. Sieht man auch, was wieder so schöne Karten was zum draufklicken. Wieder interessant ist im Hinblick auf die Argumentation, die immer wieder ins Spiel gebracht worden ist, dass die Flüchtlingsthematik die Wahl mit beeinflusst hätte, wo ja die Flüchtlinge in großen Teilen in den Städten untergebracht sind, aber in den Städten dennoch in allen Landeshauptstädten Van der Bellen gewonnen. Ja, ich behaupte mal, kann man sagen, öfter ist, ne? Ja. Ich behaupte mal, dass sogar korreliert damit, ob die Person Kontakt mit den Flüchtlingen hatte oder nicht. Sobald die Person Kontakt zu den Flüchtlingen hat, ist sie eindeutig Richtung Van der Bellen und weniger zum Hofer. Also die Personen, die den Syrern am entferntesten sind, die haben eher den Hofer gewählt. Das ist das, was ich beobachtet habe. Also meine Freundin und ich haben uns die Karten angeschaut und
Ja, das ist korrigiert ganz schön. Ja, ob es jetzt wirklich 100% ist, weiß ich nicht. Da würde ich mich nicht drüber wagen über solche Thesen. Was ich mal schon sehen kann, Stadt und Land bei den Grünen, generell ist Land ein Problem. Grüne sind traditionell sehr schwach im Land. Genau. Und da macht der Van der Bellen, auch wenn er jetzt sich als unabhängiger Kandidat und so dargestellt hat. Aber ich glaube, das ist also meiner Meinung nach auch ein Faktor, den man berücksichtigen kann dabei. Sehr netter Effekt der Wahl ist noch, dass beide Kandidaten keine Katholiken waren, was für Österreich mit 80% Katholikenanteil also ungewöhnlich ist, und dass wir jetzt einen Atheist als Präsidenten haben. Ja, aber eine Unterstützung der katholischen Frauen und so. Und zwar bekommen hat, weil die katholischen Frauen wurden von der FPÖ, von einer Politikerin der FPÖ vereinnahmt. Wird sozusagen gesagt, sie werden unterstützt von den katholischen Frauen. Die katholischen Frauen wollten sich zuerst gar nicht bekennen, aber dadurch haben sie sich gezwungen gefühlt, sich jetzt um Van der Bellen zu bekennen. Und was, ich, vereinnahmt werden. Eine wollten. Rolle gespielt hat, war die Wahlempfehlung von einem Bischof, glaube ich, von Salzburger Bischof, Weihbischof, für den Hofer. Und das dürfte auch eben den katholischen Frauen sauer aufgestoßen sein. Wobei hier auch das Witzige ist, ich kriege jetzt mich, falls ich jetzt falsch bin, Hofer ist, glaube ich, evangelisch, oder? Ja. Ja. Jetzt, das, ja. Ist auch lustig, dass ein katholischer Bischof einen evangelischen Kandidaten in Österreich. Wobei ursprünglich war er mal katholisch. Also übertreten. Was? Ja. Moment, der Hofer ist evangelisch. Jetzt ist er evangelisch, ja. Und der Van der Bellen hat angeblich auch wieder überlegt, zur katholischen Kirche beizutreten und so weiter. Also das sind halt lauter so Geschichten. Ja, das kann man endlos stricken, ja. Was kann man sonst sagen? Österreich ist ungewohnt politisiert. Also ich kann mich nicht erinnern, seit der Waldheim-Wahl eigentlich, dass Politik so ein Thema war jetzt, dass wirklich... Das haben Sie, glaube ich, in Statistiken auch gezeigt, oder? Ich glaube, so 2010 war es so ganz niedrig und jetzt war es wieder... Und auch sehr witzig, dass es sehr viele Gemeinden gibt, es war im Radiojournal, im Mittagsjournal, wo wirklich um eine Stimme die Mehrheit war oder um 10 Stimmen, ja. Also wo es wirklich extrem knapp war. Sonst hast du eher wirklich, dass ein Ort eindeutig so oder so wählt. Ne? Ja. Und wir sind jetzt das Land mit dem ersten grünen Präsidenten weltweit oder ziemlich europaweit zumindest. Ne? Formally green. Nein, ein baltischer Staat hatte mal einen, glaube ich, habe ich gehört. Wobei der aber nicht vom Volk gewählt war. Ah, okay. Und wieder eine Besonderheit, die niemanden interessiert. Ja. Ja, ich wollte... Themenwechsel, ne? Ja. Ja, okay. Ich wollte Stefan rügen. Wo warst du am Freitag? Im Go-Meetup. Und am Freitag? Am Freitag. Am Freitag war ich im Rat. Und nicht auf den Critical Mass und auch nein, nicht... Nein, ich habe selber einen Radzug gemacht. Wir sind von Mauthausen nach Wien gefahren, Freitag und Samstag. Ich habe 200 Kilometer abgespult. Wow. Um fit zu werden für den Staffelmarathon nächstes Jahr. Oh. Ah, den... Knie. Sauber betreten, schauen den Biertaucher, ganz sportlich schauen, der Stefan. Wobei ich sagen kann, die Muskulatur war nicht das Problem, eher die Sonne. Wir waren am Streifenhörnchen nachher. Also die Sonne kann man jetzt schon ganz schön... Hat die durch das Fahrradhelm durchgebrannt? Oder? Ja, und stundenweise bin ich auch ohne Fahrradhelm gefahren, weil es zu heiß war. Und da geht es dann schon ganz schön ab. Ja, letztendlich. Naja, das ist eine akzeptable Entschuldigung. Gut. Also ich war auf der Critical Mass und auf dem Friday Night Skating. Die Person neben mir... Nicht. Na, nee, diese Woche. Diese Woche, weil die Person neben dir, die musste ja Samstag nach Hannover fahren, um dort auf eine Party zu gehen und Sonntag wieder zurückfahren. Und eine Party? Ja, ich war in der Nähe von Hannover auf einer Party. Ich bin extra... Hast du noch kein Startverbot, oder? Dort hast du noch niemanden gestalkt oder jemand hat behauptet. Nee, offensichtlich nicht. Die haben sich gefreut, dass sie mich gesehen hat. Die haben mich so Die kannten dich noch nicht. Kann doch nicht. Doch, die kennen mich. Jetzt ist die Stadt bekannt. Was glaubst du, warum sie am nächsten Tag wieder nach Wien fahren? Genau.
Wahrscheinlich ist in das Strickgeschäft eingestiegen. Nein, ganz harmlos. Nein, ich war ja gar nicht direkt in Hannover, ich war südlich von Hannover bei Podcastern bei Podcastern zu Gast, ja. Jawohl, nämlich. Bei Chris Marquardt vom Happy Shooting Fotopodcast und bei der Monika oder auch als Marlene so bekannt von Monis Motivklingel und Feierthermometer bin ich. Moment. Ich muss jetzt näher ans Mikro ran. Ja, da war ich auf jeden Fall. Und zwar sind die eingezogen in eine Gründerzeitvilla vor einem Jahr und haben dann quasi zur Eröffnung ein Villa-Warming, eine Party gemacht. Und das war letztes Jahr so nett und so schön, dass sie das dieses Jahr wieder gemacht haben. Und auch groß angekündigt. Und Das ist so eine Foto-Community inzwischen, die der Chris Marquardt und seine Freundin und sein Mitpodcaster, der Boris Ninke, was sie so aufgebaut haben, die auch eben quasi ohne Fotografieren, also nicht nur, aber auch ohne Fotografieren irgendwie in Kontakt sind. Und ich bin auch mit ein paar Leuten in Kontakt, aber sehe die natürlich das ganze Jahr nicht und habe die jetzt wieder gesehen und war schön. Hat sich gelohnt, also es hat sich tatsächlich gelohnt, zweimal 8 Stunden Zug zu fahren für diese eine Feier, doch. Da war es mal reine Feier, oder hast du auch den gepodcastet? Hast du dort in Podcasts Aufnahmen? Nee, das war eine Feier. Die hatten dann einen Freund noch zu Gast, der ein kleines Konzert gegeben hat, nice. Was sie dann gestreamt haben in dieses Internet. Da gibt es aber, glaube ich, keine Aufzeichnung. Mhm. Und war so ein bisschen so Folk. Und ich habe nicht gepodcastet, ich habe fotografiert. Und wurde fotografiert und wie es halt so ist, wenn lauter Fotografen zusammen auf einer Feier sind. Jetzt sind sich zwei Fotografen. Ja, genau. Ja, und der Dennis war brav bei der Critical Mass. Ja, ich war bei der Critical Mass, weil das ist ja normalerweise nichts zum Erzählen und auch Friday Night Skating kann man ja höchstens ankündigen und mitfahren, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Aber diesmal... Ganz vorwurfslos halt, der Dennis. Wo warst du eigentlich? Ich habe nicht mal ein Fahrrad. Ich borg dir eins. Das ist die Verantwortung zu groß. Ich bleib Fußgänger. Überzeugter Fußgänger mit Jahreskarte. Und wo warst du, Horst? Ja, mein Fahrrad ist noch nicht aufgepumpt. Das ist keine adäquate Ausrede. Das dauert 5 Minuten. Nein, das ist jetzt wirklich ein Jahr lang nicht benutzt worden. Das ist wird renoviert, mit Tapete. Der Westflügel des Fahrrads. Sprich, was hast du auf der Critical Mass gemacht? Ja, okay. Also das Besondere war 10-jähriges Jubiläum. Oh. 10 Jahre Critical Mass. Und ja, sie haben dann, also irgendjemand, man weiß ja nicht wer, es gibt, also zur Information, es gibt keinen offiziellen Veranstalter und deswegen nennt sich das Critical Mass. Das ist eine ungemütete Demo. Ja, Critical Mass, weil es ist eine kritische Menge und dann hat man ein paar Rechte mehr. Also ganz spontan hat man sich am Schwarzenbergplatz getroffen. Rein zufällig war die Polizei auch da, sogar zum Teil auf Fahrrädern. Und rein zufällig gibt es das schon seit 10 Jahren und rein zufällig hat einer durchs Megafon geschrien, alle sollen sich jetzt hinhocken und dann wurde bis 10 gezählt und rein zufällig bei 10 haben alle ihre Fahrräder in die Luft gestemmt, weil rein zufällig jemand gesagt hat, dass man das tun solle. Ja. Wir sind also eine Runde gefahren. Es ging ziemlich kompliziert. Die Strecke weiß ich schon gar nicht mehr auswendig. Bis in den Prater hinein, durch den grünen Prater durch, bis zum Praterstern, aber durch den Würstelprater nicht. Und dann ging es erstmal 3-4 Runden um den Praterstern herum. Das ist im Prinzip ein gigantisch großer Kreisverkehr um einen Bahnhof herum. Was ich als super Verkehrschaos. Ja, es war herrlich. Die waren richtig angepisst. Also einer hat auch einen Stinkefinger ganz lächelnd uns hingestreckt. Wir haben zurückgelächelt. Nicht auf dem Fahrrad, der war im Auto. Also wir saßen auf dem Fahrrad. Und sind dann weitergefahren Richtung Reichsbrücke. Sind rüber auf die Donauinsel. Dort gab es dann ein riesiges Fotoshooting mit allen 1680 Einzelrädern,
Jetzt kann jeder für sich ausrechnen, wie viele Personen das sind. Ah, kann ich rechnen? Ist das okay? Es ist einfach nur eine Shift-Operation um 1 nötig. Einzelräder. Es gibt ja Einräder, ne? Es war kein Einrad dabei, allerdings, ich glaube, ein paar wenige Dreiräder. Mhm. Also ich hatte ein Dreirad und ich habe noch ein paar gesehen. Ja, jedenfalls gab es dort ein Fotoshooting und dann ging es zur Summer Station feiern. Zur Summer Station? Das ist auf Summer der Donauinsel. Ja, genau. Das ist bei mir, der Donaukanal. Summer Station. Auf der Station Rosal, ne? Nee, auf der Donauinsel. Ah, okay. Donauinsel. Bei der Brigittenauer Brücke. Oh, okay. Ja, dort habe ich, keine Ahnung, da habe ich die Leute verlassen. Ah. Da bin ich nämlich dann losgeradelt zur nächsten Fahrradtour, eine angekündigte Demo zu Ehren von Thunderbällen. Es wurde auch da Werbung gemacht. Nee, das nicht, aber es wurde einmal, ja, und alle gehen jetzt am Sonntag dann Thunderbällen wählen. Das war ja von den Grünen. Mhm. Und die Tour war im wesentlich unlockerer, also die Critical Mass war sowas von locker und fröhlich und da nicht mehr so sehr. Also, ja. So in Richtung Staatstrahl etabliert. Ja. Die gibt es ja noch länger inzwischen, die Friday Night Skating. Jetzt haben wir auch zwei First Dogs. Der Fahrer Billen hat einen Hund oder zwei? 200. Zwei First Dogs. Mhm. Oh. Ja, und die ging dann halt zurück zum Heldenplatz. Also vom Heldenplatz los, eine große Runde. Es ging sogar die Lengfeldgasse hoch. War ziemlich anstrengend und dann wieder zurück zum Heldenplatz. Und so hatte ich dann sozusagen zwei Touren hintereinander. Ja, also mir hat es gut getan. Den anderen hat es hoffentlich auch gut getan. Es ist eine Person gestürzt, habe ich gesehen, mitten auf die Nase. Gute Besserung, falls die Person zuhört, ich vermute mal nicht, aber ja. Und das direkt am Heldenplatz. Das ist sehr praktisch gewesen. Ja, das war halt der Freitag. Wie viele Kilometer bist du gefahren? Keine Ahnung. Also ich weiß, dass dass das Friday Night Skating um die 17 Kilometer lang war. Die Critical Mass muss ein bisschen länger gewesen sein. Also ein Bekannter von mir hat mitgemessen, aber ja, und Hin- und Rückfahrten und so weiter, solche Sachen sind auch nicht mit drin. Ich schätze mal so um die 40, vielleicht ein Marathon. Mhm. Könnte ungefähr ein Marathon gewesen sein. Ja, ich bin ja gespannt. Ich habe es ja fest vor, am Freitag mitzufahren. Ja. Weil du gesagt hast, messen und so. Ich pfeife jetzt gerade zur Zeit ein bisschen auf meine Privacy und zeichne das alles mit Endomondo auf. Das ist so ein Fitness-Tracker, der eben am Handy läuft, das Android-App, und mit dem GPS kommuniziert vom Handy und auf die Art und Weise die Touren aufzeichnen kann. Und es ist echt überraschend, wie genau. Also man sieht es, das wird gemappt dann auf der Google Map. Und du siehst, ob du in der Nebenfahrbahn einer Straße fährst oder auf der Hauptfahrbahn. So genau ist das mittlerweile alles mit dem GPS. Mhm. Das ist recht nett, ja. Und funktioniert prima. Und damit trägst du dich dauernd oder nur vor? Nur während ich Sport mache. Also laufender und kleinerweise. Und bekannt davon, also der Bekannte, der dann Friday Night Skating mitgefahren hat, hat bikemaps.net oder sowas benutzt. Das ist so ein Wiener Unternehmen, die im Sektor 5 sogar ansässig sind, ja. Mit denen bin ich nicht so glücklich gewesen, also mit der App, die fand ich nicht so angenehm. Das Endomondo ist recht nett. Die haben auch ein Feature, das mir ganz gut gefällt, nämlich Herausforderungen. Du kannst Herausforderungen definieren und dann können sich andere Leute anschließen. Und den zwei, denen ich mich angeschlossen habe, das eine ist 2016 Kilometer im Jahr 2016 zu fahren oder zu gehen. Und das andere ist zu zählen, wie viele Kalorien man denn verbraucht durch sportliche Aktivitäten im Jahr 2016. Und bei dem einen bin ich jetzt 980. und beim anderen glaube ich 23.000 irgendwas. So kann man dann schauen, wie man sich im Laufe des Jahres... Gamification der Fitness. Total Gamification. Ja, sehr schön. Ja. Aber das Schöne ist, es funktioniert brav im Hintergrund, also es beißt sich nicht mit anderen Apps. Also ich höre sehr gerne Podcasts ab beim Radfahren und so. Und du kannst ist das nicht gefährlich beim Radfahren? Mit offenen Kopfhörern finde ich es. Okay. Ich drehe es nicht sehr laut. Also ich drehe es so laut, als würde ich mich mit jemandem unterhalten. Mhm. Und damit versäume ich nichts rundherum. Und
Was ganz nett ist, das Ding sagt dir auf Wunsch auch durch den letzten Kilometer, in welcher Geschwindigkeit und wie viel Zeit du bisher insgesamt hast. Und es kommuniziert auch brav mit den anderen Applikationen, also sprich, der Podcast wird in der Zeit pausiert, dann sagt er das, der letzte Kilometer und bisher so viel so, und dann geht es beim Podcast genau wieder an der Stelle weiter oder ein paar Sekunden vorher wieder sogar weiter. Also das ist so, ich glaube, ein 5-Sekunden-Raster ist das, was da eingestellt ist beim BeyondPod. Also das kannst du beim BeyondPod aussuchen, wie weit er zurückskippt, um dann wieder nach einer Unterbrechung aufsetzen zu können. Schön, ja. Also das ist sehr nett. Ein hübsches Nerd-Thema habe ich, das ich schon mir hier angerissen habe, damals aber erfolglos, das war Studio Link. Ah ja. Das ist dieses Plugin, es gibt das Plugin als Standalone und es gibt das Hardware. Ich habe damals fälschlicherweise gesagt, Ogg Vorbis, es ist ein Opus-Codec. Jetzt das Ding, glaube ich, eh korrigiert schon gehabt. Also es ist ein Opus-Codec. Und ich habe es auch versucht, es wieder zum Laufen zu kriegen. Da habe ich ja herumgekämpft mit dem A-Dur und so weiter und mit Audacity und so. Ja. Mit Audacity kann es prinzipiell nicht funktionieren, habe ich mittlerweile vom Sebastian Reimers auch gelernt, weil das zwar LV2 Plugins an und für sich unterstützt, aber nicht diese Art von Plugins, also das kann so nichts werden. Okay. Aber mit dem A-Dur kann es was werden. Na gut, also man dachte, okay, das nimmst du halt den Rechner her und installierst das einmal sauber. Mhm. Das ist auch eine Software, die schon lang gibt. Das absolut. Audio. Also das ist eine Digital Audio Workstation. Also ganz schön wuchtiges Teil. Du kannst dort auch schön sauber Plugins installieren und das lässt sich auch ganz hübsch installieren. Mhm. Und es gibt auch eine Standalone-Version und die Standalone ist einfach ein Executable, das du runterladen kannst, das es eben auch für 64-Bit Linux gibt. Und mit dem Standalone habe ich es einmal relativ schnell zum Laufen gebracht, obwohl es hin und wieder auch gecrashed ist, also zwischen einem Laptop und einem PC, dass die miteinander Audio chatten können. Okay. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn vom Studio Link, sondern der Sinn ist, dass du Audio aufnehmen kannst. Ja, dafür schreibt es ja eigentlich, dass du Podcasts nicht als Double-Ender aufnehmen musst, also nicht an jedem Ende, wo einer sitzt oder eine sitzt, aufgenommen werden muss und dann schiebt man die Spuren zusammen, sondern der Gag ist ja, dass dieser Audio-Codec relativ geringe Latenz hat und auf die Art und Weise sich alle Streams schön bei dir einfädeln und eine gute Audioqualität bei dir beim Aufnehmenden haben und dass du dann mit einer Aufnahme in diese Digital Audio Workstation das schön reinkriegst. Also habe ich es versucht, auch wieder mit dem ADUR zum Laufen zu kriegen. Ein bisschen ADUR gelernt. Auf der Webseite vom Studio Link ist das auch drauf. Und gravums, immer wenn ich mich verbunden habe, in dem Moment, wo ich beim zweiten Gerät abgehoben habe, ist das ADUR weggecrashed. Oh. Habe ich also Kontakt aufgenommen auf das. Es gibt ein GitHub-Repo dazu, zu dem Studio Link. Und noch, na, pastet halt mal ein Issue rein. Der wird sich nie melden. Er hat sich innerhalb einer Stunde gemeldet. Es ist ein bekanntes Problem und er arbeitet dran. Wow, das ist erfreulich. Habe ich geschrieben, das klingt cool. Und wenn er Lust hat, kann man gerne wieder schicken, wenn es irgendeine Alpha oder so gibt. Wurscht, ob es geht oder nicht. Und bin selber Software-Mensch. Und, also ich hätte Lust zu probieren und ja, schön. Ja, ist super, wenn man so schnell Feedback bekommt. Nächsten Tag kriege ich ein Mail von ihm, der Download-Link zur nächsten Alpha-Version ist hier. Probier doch mal, sollte eigentlich jetzt hinhauen. Und zwar war das recht witzig, die Fehlermeldung, habe ich sauber halt Fehlermeldung auch durchgepastet, war vom Bluetooth-Stack eine Fehlermeldung. Also im Endeffekt ist dort ein Teil abgeschmiert. Und das fand ich auch sehr interessant, dass ADUR als harte Bedingung in der Installation unter Ubuntu hat, dass du den Bluetooth-Stack komplett installiert hast mit dem Blues, mit dieser Bibliothek BlueZ. Genau, das liegt an ALSA unter anderem. Ja, also das ist harte Abhängigkeit, finde ich interessant, dass du das installieren musst, selbst wenn du vielleicht nicht einmal Bluetooth-Device drauf hast. Und da hatten sie diesen Fehler eben eingebaut, dieses Problem, mit einem Funktionsaufruf, der halt nicht stabil war und sagt, ja, sie wissen, und dann eben diese Alpha-Version. Und mit der Alpha-Version hat es instantan funktioniert. Also, super. Habe jetzt auch ausprobiert, zuerst einmal nur selber aufzunehmen und jetzt mit einem Kollegen, der in Bumian sitzt, also ein bisschen weiter weg ist, auch verglichen ein bisschen mit der Latenz zum Mobilfunknetz. Also es hat eine Spur niedrigere Latenz als ein Mobilfunknetz und eine deutlich bessere Audioqualität. Und du hast, was ja auch noch interessant ist, dann immer ist die Frage, welche Bandbreite brauchst du? 11 Kilobyte netto in beide, pro Richtung. Hast du für immer zwischen den Partnern. 11 Kilobyte. 11 Kilobyte. Ja, ist nicht tragisch. Ja. Für absolut gute Audioqualität. Das sind 88 Kilobit. Ja. Das ist weniger.
aber als die meisten als für MP3 128 benutzen. Ja, aber kompletter, also ich habe jetzt dir das gesagt, was ich im D-Stat sehe, als momentan übers Netzwerk drüber geht. Mhm. Also komplette Nutzl, komplette Last, inklusive Header und allem drum und dran. Was für ein Protokoll? Also ein RTP-Protokoll würden sie wohl schon, also ein Realtime-Protokoll. Also es ist realisiert über WebSockets und das Einzige, was ich sonst weiß, ist Opus. Okay. Es ist auch so, wenn du diese Verbindung aufmachen willst, also du installierst, wie gesagt, ein Plugin, ein LV2-Plugin im StudioLink, und wenn du jetzt einem Kanal sagst, dass er dieses Plugin da verwenden soll, dann startet das Plugin insofern, weil es ein Browser aufgeht, und der Browser hat eine kleine Web-Oberfläche, in die du dann eintippen kannst, die Remote-Adresse vom Partner, und der hat genauso den Browser offen, und es reden im Prinzip die zwei Browser miteinander, und über den kommt es dann rein. Okay, das ist im es ist dann TCP wahrscheinlich. Ja. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber ja, das könnte ich mir mal anschauen. Ja, absolut, das anschauen Sie. Und ich habe Chrome installiert gehabt und der zweite hat Firefox installiert gehabt. Also wir wissen, dass es zumindest mit den beiden Browsern funktioniert. Sogar Cross. Aber das Cross, ist ja eine Voraussetzung für so ein Protokoll. Und wir haben sicher 2 Stunden drüber geredet, ohne Problem. Also das ist absolut stabil und verwendbar. Und Audioqualität ist absolut in Ordnung. Super, also freilich, super. Ganz, ganz klare Sache. Ja, das war meine Studio-Link-Erfahrung und mit diesem Sebastian Reimers was unheimlich nette, schnelle, kurze, bündige Kommunikation. So fällt mir das, so will man das. Entwickler, wie wir es mögen. Ja, genau. Ich kann etwas einwerfen vom Fluch der Kartoffel. Okay, nicht eigentlich. Ich habe einen Link von Douglas bekommen und mit der Überschrift "Das gefällt dir sicher" und ja, Douglas, das gefällt mir sicher. Und zwar war es so eine Historikerstudie und zwar es ging um den Zusammenhang zwischen, was eine prähistorische Gesellschaft für Feldfrüchte anbaut und wie sich ihre Gesellschaftsform entwickelt. Und ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, aber ich werde nächste Woche noch ausführlicher darüber reden. Aber die Kernaussage war, Völker wie jetzt auf den Karibikinseln, die sich hauptsächlich von Wurzeln ernährt haben, also wie Maniok oder Erdäpfeln, die unter der Erde wohnen und die dann nicht so gut lagerbar sind, also die, wenn sie erntest, sofort verrotten und die sozusagen gleich essen müssen, haben sozusagen nicht hierarchische Gesellschaften entwickelt. Also obwohl sie sehr viele Leute pro Quadratmeter ernähren konnten, war weniger dieses Lagerhaltung und wir brauchen jetzt eine Priesterklasse, die Lager baut und oder eine Adeligenklasse, die also sozusagen die schnelle Verteilung dann gleich an den im Gegensatz zu dem fruchtbaren Halbmond im Irak, wo hauptsächlich Gräser angebaut wurden, wie Korn, Gerste und so, das ist auch gut lagerbar und fördert dann Siedlungsbau und hierarchische Gesellschaftsform. Aha. Und das wird dann diskutiert, ob das ein Blödsinn ist oder nicht. Ja, was es damit alles gibt, die Korrelationen sind ja endlos. Es kam nicht ganz raus aus dem Papier, was jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, die natürlich auch sofort widersprochen wurde, aber ich lese gerade ein Buch über Homo Sapiens, was über Menschheitsgeschichte im Ganzen geht. Sobald ich das ausgelesen habe, gibt es dann mehr davon. Ich werde auf jeden Fall diese, und ja, das war eben der Potato-Fluch, also dass eben auch die Niederlage der amerikanischen Völker gegen die Konquistadoren von Mittelalter, also Beginn der Neuzeit gegen die Spanier, auch damit zu tun hat, halt sozusagen, dass sie sozusagen die falschen Früchte angebaut haben, obwohl diese Früchte dann wieder in Irland, in Europa Hungersnöte bekämpft haben, weil sie, interessant, ein cooler Titel auf jeden Fall. Okay. Cooler Zusammenhang. Wird verliebt. Mir würde nur Blödsinn dazu einfallen. Bitte sag. Dass wahrscheinlich deswegen McDonald's so ein flaches System mit Franchising hat, nicht? Absolut. Perfekte Abschluss für dieses Ding. ja, ich habe was leichtgewichtiges, leicht langweiliges. Langweilig. Ja, die Google I.O. war, ja. Und ich habe ja so mein.
meine persönliche, naja, ich versuche halt immer die Google I.O. zu schauen und auch diese Apple Google Keynote. Google I.O. ist eine Konferenz. Und immer mit so einer inneren Hassverhältnis, halt Hass, Liebe, nicht Liebe, kann man gar nicht sagen, aber ich bin natürlich innerlich gespalten. Erklärst du mir kurz, was Google I.O. ist? Das ist eine große Entwicklerkonferenz, die Google einmal pro Jahr. Also nur in der Google-Blase. Das ist von Google, ist für Google. Quasi die ist Google, das Google her präsentiert die Produkte. Da meldet sich auch Google schon. Google. Darüber dürfen Sie nicht podcasten. Ja. Okay, ist das so, dass Google äquivalent zu diesen Steve Jobs Auftritten auf diesem Mac quasi religiös quasi außer du bist halt weniger auf Steve Jobs halt zugeschnitten, ist ja bei Apple mittlerweile auch mehr aufgeteilt, sondern da hast halt sehr viele hipsterige Google-Angestellte, die dir relativ aufgeregt erklären oder unaufgeregt erklären, was für neue Produkte kommen, und dann alle sitzen halt dort und schauen sich das an. Entschuldigung, es muss sein. Anna, was wollte der Dennis jetzt? Energieschwach, ich bin voller Soundboard heute. Okay. Ich weiß nicht. So, ja? Das hat so ausgeschaut, dass kommt der Gregor ganz schnell vom Klo, merkt, dass der Dennis ganz schnell vom Klo merkt, dass der Gregor immer noch redet und geht wieder zurück aufs Klo. Also, ja, wahrscheinlich hält er das Google I.O.-Thema nicht aus. Ich kann ich glaube, er wollte eine gemeine Randbemerkung machen und hat sich dann doch höflicherweise doch anders überlegt. Wow. Oder er bereitet sie vor, schauen wir mal. Ist wieder vom Klo zurück. Sinnvolles Vorstellen, du, ich habe irgendwie nichts gelesen. Ich bin sonst schon underwhelmed, aber diesmal besonders. Es ist so, dass sie, Amazon hat ja so ein Produkt rausgebracht, nämlich einen Lautsprecher, der auch eine Mithörfunktion hat. Der dich und belauscht. Richtig, genau. Das ist ja das alte Thema. Das war ja schon öfters. Die Industrie hat ja schon mehrere Versuche gestartet, sowas durchzusetzen. Beispielsweise die Xbox, wo es eine ganz große Diskussion war bei der letzten, wo es dann noch aber ausgebaut wurde, auf Community-Anfrage hin. Und die lauschenden Fernseher sind auch schon irgendwie da. Muss man schon auch schon noch nachschauen, ob der Fernseher nicht lauscht. Und das Interessante ja, finde ich ja bei diesen Technologien, dass die Industrie immer wieder versucht und irgendwann geht's rein, weil dieser Amazon Echo, glaube ich, heißt der, dieser Lautsprecher, der mitlauscht, der ist in Amerika schon ein ziemlicher Verkaufsschlager. Und diese Kerbe schlagt Google auch rein, nämlich mit dem Google Home System, was auch quasi eine Box ist, eine Wireless Box, die aber mit Sprachbefehl angesteuert werden kann und die du alles fragen kannst. Und diese, das nennt sich Google Home, diese Box, und die setzt auf eine Technologie, die nennt sich den Google Assistant. Und das ist quasi, du hast ja jetzt schon so sprachgesteuerte Services wie Google Now und diese ganzen Sachen. Und die versuchen ja schon, die künstliche Intelligenz, die sie da, oder künstliche Intelligenztechnologie, die sie da schon im Einsatz haben, darauf anzuwenden. Das heißt, wenn du Google Now schon irgendwelche Vorschläge machst, versuch das schon in den richtigen Kontext zu setzen und dir nützliche Informationen liefern. Und das wollen sie jetzt ganz massiv und auf breitere Fläche einsetzen. Einerseits bei diesem Google Home, also dieser quasi Box, die immer zuhört. Und andererseits fand ich auch interessant, ich meine, Google war ja nie besonders erfolgreich mit ihren Chat-Clients. Ja. Zurzeit stehen sie bei Google Hangouts. Und bei dieser Google I.O. haben sie jetzt zwei neue Clients oder zwei neue Chat-Programme vorgestellt, nämlich Allo. Und das andere war Duo, genau. Allo für Sprachnachrichten, für Text zum Eingeben und Duo für Videotelefon. Warum das nicht in einem ist, keine Ahnung. Es kann Alphabet zwei Firmen machen, vielleicht ist es da klasse. Muss Google selber wissen, keine Ahnung. Was aber interessant ist bei Allo, und das ist schon ziemlich creepy eigentlich, das ist ein Manager, wo dieses der Google Assistant auch ständig deine Textnachrichten mitliest und versucht schon auch teilweise Vorschläge zu geben, wenn du mit jemandem chattest, was du antworten könntest in deinem Jargon. Oder du kannst... Flirt Assist oder ja, was? Also ein weiteres Thema, was gerade zur Zeit sind, diese Chatbots, oder? Ja, weil Microsoft auch ins Netz Facebook und riecht. Und genau darin wollen sie eben auch Fuß fassen, so dass dich dieser
Bot immer begleitet und eigentlich für dich chattet. Sehr praktisch. Ich kann es mit Microsoft reden, die haben gerade gute Erfahrungen mit Chatbots gemacht. Wie das wird, ja. Und das soll natürlich andere Sachen dann auch abwickeln, wie zum Beispiel eine Restaurantreservierung oder so. Aber ich meine, das ist ein Chat-Client, wo bei Default dann halt immer alles garantiert mitgelesen wird und mitgelernt wird. Das ist halt schon ein ziemlicher Wahnsinn. Und die Wahnsinn. Leute kaufen das wirklich. Ja. Und sie haben noch die Chuzpe, also habe ich das auch noch kurz gesehen, dann zu sagen, dass auch einer der Fokus dieses Chat-Clients ist Privacy, weil es gibt eine Option, dass man End-to-End-Verschlüsselung einschaltet für gewisse Chats, aber es ist nicht Default. Mhm. Und weil das kann natürlich, dann wäre es mit diesem Google Assistant auch wirklich schwierig. Aber ich meine, eine Technologie vorzustellen, zu sagen, es hat einen Privacy-Fokus, wo es dann nicht einmal Default eingestellt ist, ich meine, das ist selbst bei WhatsApp schon besser. Andererseits, sie setzen laut den Berichten, die ich gelesen habe, auf dieselbe Signal-Verschlüsselungstechnologie, halt so wie WhatsApp auch darauf zurückgreift. Und Signal selbst. Ja? Ja. Signal, genau, und Signal selbst natürlich. Ja, du, also das war das, wo ich mir gedacht... Also, du warst unbegeistert. Es war dann so lauter, so, ich meine, das ist schon keine wirkliche Meldung, schon darauf, weil auch Google Hangouts gibt es nicht so lange und dann ist das so ein Messenger, wo man sich schon fragt, will man das wirklich haben irgendwie, kann das ein Erfolg werden? Dann dieser Amazon-Nachbau und was noch vorgestellt haben, das sind halt so ein bisschen VR, es wird jetzt so in nächsten Android-Version wird es eine... glaube ich, eine Framework, aber es wird, glaube ich, seine eigene API für VR-Applikationen geben, ich damit die besser werden. AR, Augmented Reality, nein, ich glaube eher, also das da. Wirklich VR, okay. Da sind überall die, und es wird einen eigenen, es gibt ja schon eigene für dieses Cardboard, für diesen Button-Deckel, den man sich aufsetzt und das Smartphone vor die Augen spannt. Gibt es ja schon einige Apps und dafür wird es dann auch einen eigenen Play Store geben. Cardboard Store. Einen Cardboard Store, ja, genau, richtig. Also das Cardboard funktioniert mit meinem Mobiltelefon nicht, die App lässt sich nicht einmal installieren. Ja. Und es liegt daran, dass es dieses Gerät halt nicht akzeptiert. Ja, und der Rest, ich meine, Android Wear halt, also für die Smartwatches, es wird Instant-Apps, haben sie vorgestellt, etwas, wo man eine App, die man nur einmal benutzt, ohne Installation etwas ausführen kann am Phone. Klingt komisch, schmeckt auch komisch. Ja, genau, will man eigentlich auch nicht. Also, wie gesagt, es ist so, es ist irgendwie kommt es mir noch schwächer vor als die vorigen, aber ist so, genau. Wie du es erzählt hast von den Chatbots, habe ich mir schon gedacht, also wenn jetzt, bevor Skynet die Menschheit auslöst und dann so vom satellitengeschützten Laser genau auf dich so einen Laserstrahl mit Krater macht, weil du was Falsches gewählt hast oder gechattet oder so, denke ich, wird die Menschheit vorher schon lange aussterben, weil derzeit ist ja so, dass du noch in eine Online-Börse gehst, um dort einen Partner kennenzulernen, wo nur der Algorithmus dir sagt, mit wem du chatten sollst. Was du jetzt aber beschreibst, ist, dass das Chatten ist ja extrem anstrengend. Da musst du was sagen und dann reagieren die nicht richtig. Also wirst du bald den Assisted Flirt Chatbot geben, ja, der für dich flirtet mit dem Chatbot des anderen Partners. Und also wenn die Menschheit ausstirbt aufgrund dessen, einfach zu blöd, weil der Dating-Algorithmus sagt, dass dein genetisches Profil sowieso nicht kompatibel ist und du dir das auch nicht leisten kannst und dein Partner sofort sieht, was du ladet dir automatisch World of Warcraft unter und macht dann immer sich das Abo. Fertig. Menschheit. Nein. Passt. Also ja. Da fällt mir auch noch was anderes ein. Wie heißt nun mal der Film? I, Robot. Genau. Eine Buchverfilmung vom Asimov. Da hat ja auch der Roboter gesagt, ja, im Interesse der Menschheit werden wir mal euch knechten. Also, nee, danke. Also KI lieber nicht. Ich habe dieser Tage was Interessantes gehört. Ich hoffe, ich bekomme es noch zusammen. Und zwar es gibt ein paar Gruppierungen, die sich mit künstlicher Intelligenz, also Artificial Intelligence, beschäftigen. Und die haben dann von etwas gehört, das wie folgt lautet. Also das ist im Prinzip eine Vorstellung, also von einer KI, die vor seiner Erschaffung sich bereits vornimmt,
jeden dafür zu bestrafen, der nicht dafür gesorgt hat, dass sie existieren wird. Mhm. Also das ist ja schon ziemlich... Einen rekursiven Gott, ne? Naja, also sagen wir mal so, die sich schon vor ihrer eigenen Existenz vornimmt, streichen wir was mal weg, sondern einfach nur, die sich vornimmt, jeden zu bestrafen, der nicht aktiv daran geholfen hat, dass sie existiert. Diese Menschen sind so paranoid dadurch geworden, dass sie erstmal diesen Satz überhaupt überall gelöscht haben, nur damit die KI im Nachhinein nicht herausfinden kann, dass die diesen Satz, also diese Theorie gelesen haben. Weil sie haben ja im Prinzip dann nicht aktiv teilgenommen, die KI zu erschaffen. Und damit wird die KI dann halt jeden bestrafen, der diese Theorie schon kennt. Ist das ein Roboter, was du erzählst? Was Nein, das ist eine Theorie. Einfach nur von irgendjemanden hat diese Theorie aufgestellt. Mhm. Also, was für eine KI könnte es geben? Mhm. Und ja, ich habe es leider jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich habe es auf der Arbeit mitbekommen. Und diese Theorie ist schon irgendwie... creepy. Ja, auf jeden Fall. Und solche Sachen geistern durchs Internet. Ja, also, ja KI, aber Finger trotzdem weg vom Internet. Ja, aber KI so generell kann man ja nichts, wenn es nicht. Also kann man natürlich auch ins Negative, ist kritisch zu betrachten, da gibt es viel zu diskutieren, aber Frage ist auch, kann man was Positives auch ausschließen? Kann die Open Source Szene davon, wenn das Gewissen in allgemein gut ist, wie kann man auch Gutes daraus generieren? Und das muss ja auch möglich sein. Ich sehe nicht immer alles Skynet. Ich möchte was dazu sagen von dem Buch, das ich jetzt lese, weil es gerade passt, ja, und zwar, wie du gesagt hast, wir werden euch mal knechten, also das. Die AI das beschließt sozusagen. Ja. Also das Buch, was ich jetzt gerade lese, da geht es eigentlich um die Menschheitsgeschichte, aber es geht auch, wer hat wen domestiziert? Also die alte Frage, hat der Hund den Menschen domestiziert oder der Mensch den Hund? Ne? Und sie, die Autorin macht das super, sagt mit Getreide. Ja? Hat der Mensch das Getreide domestiziert oder war es nicht eigentlich umgekehrt? Ne? Weil es gibt derzeit, wenn du sagst, das Erfolgskriterium, die genetische Fitness ist nur, wie viel Genmaterial weitergegeben wird, gibt es wesentlich mehr Körnchen als Menschen. Also die Welt ist bewohnt von ein paar Getreidesorten und wir Menschen dienen dem Getreide und tun alles und füttern das und pflegen das und erheben das. Ja. Und dann auch ein ziemlich... Winkel drehen. Ja, ja. Aber auch mit Rindviechern, ja, obwohl es denen absolut nicht gut geht. Die werden ziemlich schnell nach Geburt geschlachtet und so gibt es mehr Rindviecher als Menschen. Ja. Und wir dienen den Rindviechern, ja, obwohl... Und das heißt jetzt nicht, dass das Leben der Rindviecher besonders toll ist, aber der genetischen Fitness ist das sozusagen wurscht. Ne. Das Glück des Individuums ist kein Kriterium, sondern nur, wie sehr sich es vermehrt. Das kann man sehr. Vielleicht sind wir schon da, dass wir schon eigentlich einer höheren KI dienen, noch ohne das zu wissen. Ne? Wenn man das, weil irgendwann gibt es, ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo es bald wesentlich mehr Computer gibt als Menschen. Ne? Durch diese ganze Ich würde sagen, dass es inzwischen schon gegeben ist. Definitiv. Also davon gehe ich ganz stark aus, dass es inzwischen mehr Computer gibt, weil Mobiltelefone gibt es meines Wissens, also SIM-Karten gibt es schon mehr als Menschen meines Wissens. Ja, oder ganz knapp. Also Computer gehe ich ganz stark von aus. Und diese ganzen Skynet-Theorien gehen ja dahin, dass wir irgendwann abgeschafft werden. Gibt es bei den Biertauchern Menschen wie dich, die sich selbst rasieren? Ich rasiere mich selbst, ja. Dann gibt es Menschen wie den Dennis, der sich nicht selbst rasiert. Doch, natürlich tue ich das selbst. Man sieht doch, dass du dich nicht rasierst. Nee, doch, ich habe mich diese Woche rasiert. Aber seltener. Was, oder? Was, ja, das ist so. Spiel mal mit! Ja. Du rasierst dich nicht selbst. Nein, der ist Natur. Ja, na gut, ich lasse mich regelmäßig ja auch nicht rasieren. Also, wenn man es jetzt so sehen will. Und dann gibt es so Leute wie den Gregor, der jetzt permanent unrasiert ausschaut. Der jetzt den Beruf des Barbiers ergreift. Ja. Und alle Leute rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Ja. Rasiert er sich jetzt selbst oder nicht? Nein, er rasiert ja andere, hast du gesagt. Ich habe gesagt, der alle Leute rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Ja, aber er rasiert sich ja ein bisschen selbst. Das ist ein Paradoxon, oder? Das kann man nicht aufschlüsseln. Du würdest nicht sagen, es gibt Chancen für die Menschheit? Oder? Es gibt Paradoxa, sage ich damit. Und die stecken halt in so Henne-Ei-Problemen auch immer drin. Ja. Ja. Ja, also ich habe dieses Jahr leider im heidnischen Dorf verpasst, es mich rasieren zu lassen. Und da gibt es einen eigenen Rasierer. Das haben wir schon die Kirchen. Da gibt es ein Barbier, ja.
Da wird man so richtig schön mit Messer. Du redest jetzt von der Gothic Wave in. Vom heidnischen Dorf, vom WGT. Ja. Da kann man sich sicher die coolen Bärte machen lassen mit den Zöpfen. Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, einfach nur rasieren. Okay. Ja, und auf Meraluna gibt es das auch. Bist du nachher dann irgendwie vernarbt oder anders rasiert? Bist man einfach glatt wie ein Babypopo rasiert. Ja. Ja. Du versuchst auch, aber jetzt haben ja nicht alle Leute die gleiche Kopfform nachher schon. Weißt du, ich glaube, da ist kein Haken dran. Ja. Ja. Okay. Glaub, einfach rasieren. Ja. Geld her dafür bekommen. Ja, und das kannst du ja sich in jedem Friseurgeschäft machen lassen. Mit einem Messer? Ja, wie beim Friseure können das schon. Ja, bei meinen schon, aber so türkische Friseure. Wenn ich mir jeder türkische Friseur. Der nimmt aber kein Messer, der nimmt zwei Fäden, meines Wissens. Das müsste ich empfehlen. Guter Friseur kann ich das hier schon. Ja, dann gehe ich das nächste Mal in den Billigfriseur beim Interspar und sage, einmal bitte rasieren. Mal gucken, was rauskommt. Das geht schon. Nicht, dass die mit in den Kopf rasieren. Oh Gott, das war Bartverlängerung. Rasur-Exkursion. Du kriegst Extensions auf dem Bart. Du kleinst oben die Glatze. Podcast-Empfehlungen. Ja, ja. Eine nicht zum Anhören, sondern zum Anschauen, nämlich den ich sonst immer zum Anhören empfehle, den Zeitsprung-Podcast. Die haben eine neue Ära in der Podcast-Visualisierung aufgemacht. Auf YouTube? Nein, sie haben jetzt eine Timeline. Das ist ja ein historischer Podcast. Ja. Und da gibt es eine Timeline-View, in der du zoomen kannst und schauen kannst, welche Episode zu welcher Zeit angesiedelt ist. Okay, also einmal die Timeline, wann sie die Episode gemacht haben? Nein. Ah, das kommt nicht. Nein, sondern nur die Timeline, über wann die Episode spielt. Zeit sie reden. Okay. Genau. Echt hübsch programmiert vom Daniel. Das ist das eine. Das heißt, seine Grafikprogrammierfähigkeiten. Er interessiert sich ja für so Datengrafik. Visualisierung. Ja. Visualisieren. Tragen Früchte. Ja, absolut. Ja, ist sehenswert. Also zeitsprung.fm/timeline. Ja. Ich möchte an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung abgeben. Ausgezeichnet. Ich habe erstmals eine kleine Folge und eine komplette Folge von diesem Hour of Code Podcast gehört. Erzähl uns mehr. Ja. Das war eine Nullserie mit der Anna, die mir dann gesagt hat, sie hat nicht so leise ins Mikrofon gesprochen, sondern irgendein nicht so fähiger Techniker hat dann irgendwas mit der Webcam nicht gescheit gemacht. Und typisch. Dann habe ich aus Langeweile gewechselt auf die Folge mit dem Messer. Weil es leise war und so. Ja. Und der war komplett hängen geblieben und da hat der Daniel Messner und der Stefan über die Mauer geredet. Mauer? Die Mauer, ja. Weil der Daniel ist wirklich ein Serial Coding Learner. So Respekt. Der lernt schon mehrmals coden. Ja. Ja. Macht das zwar so im Sinne von nicht Serial Killer, sondern Serial Learner. Ja, und es ist sehr hübsch, wie er da plaudert. Hey, ihr wollt mich nur dazu bringen, dass ich auch mal mir einen Podcast anhöre. Du hörst ja nicht mal Bier, doch. Stimmt. Wieso sollte ich die anhören? Da ist da eine. Die ganze Zeit Lärm im Hintergrund. Dennis, du bist Laber-only. Der eine Typ, der die ganze Zeit labert, irgendwie das so. Bin jetzt nicht ich. Scheiße. Das bin jetzt nicht ich. Dann spreche ich denn endlich. Also nochmal, um das abzuschließen: Podcast-Empfehlung, Hour of Code mit unserem Stefan. Mhm. Und gleich direkt noch die Folge 4 möchte ich ja nochmal empfehlen mit dem Richard Hemmer. Okay. Mit dem Mitpodcaster vom Daniel. Der zweite Zeitspringer. Muss Hour of Code mit Stefan und Anna. Genau. Und das ist ganz lustig, der Vergleich, das sind beides Historiker, die beide ungefähr jetzt ein halbes Jahr sich ernsthaft damit auseinandersetzen, Code zu lernen, aber doch unterschiedliche Zugänge haben und auch ganz unterschiedlich davon erzählen, finde ich. Also ich finde es ja nett, dass das halt sehr unterschiedlich ist. Ja, fand ich auch. Das ist das Größte. Da könnten die Gegensätze fast nicht sein. Ich muss auch bemerken, dass bei aller Schönheit der Hour of Code Shownotes-Seite, wir haben Timestamps in den Shownotes. Wir haben auch die Hour of Code haben nicht. Wir haben Timestamps. Du musst da oben reinklicken. Na, wo... Das sind nur untereinander die Überschriften. Kapitel. Ja. Und die haben Timestamps. Aber die sehe ich nicht.
Die sind nicht sichtbar. Steht rechts daneben. Ja, aber nicht ja. So. Doch. Okay, sie haben möglicherweise welche, die ich nicht gesehen habe. Und wenn du draufklickst, wird auch der URL aktualisiert. Oh. Da, da, da. Alles da. Alles da. Nur alles nicht da. Gesehen. Okay. Nehmen wir zurück. Ja. Okay. Alles da. Tja. Ein weiterer Podcast-Folk. Biertocher-Folk. Ich habe ja jetzt, um beim Coden zu bleiben, ich weiß jetzt, warum Mädchen nicht coden können. Ja. Okay, hast du schon aufgetrieben? Eine nein, Erkenntnis des Tages. Nein, ich habe überhaupt keine Eigenerkenntnis. Und zwar der Markus Richter heißt er, glaube ich, auch Podcaster und Radiomensch, hat gestern was Wunderschönes retweetet. Den Link zu einem amerikanischen Projekt, wo Mädels coden lernen und sehr schön, auch die gehen an die Mädels ran, also es ist zumindest mein Eindruck, sie versuchen die Mädchen da ranzubringen, indem sie werben mit total cool aussehenden Mädels, also das sind so Bilder und die Mädels, die schauen einfach mega cool aus, die wirken super cool und die haben einfach voll den Spaß mit ihren, was auch immer sie auf den Fotos gerade tun, irgendwas mit Technik. Mhm. Und die haben ein Werbevideo und ich hätte mich wegschmeißen können. Das ist genial. Du hast das ist ja. So, ich beschreibe es jetzt nicht. Ich verlinke das. Das sind Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren ungefähr, die erzählen, warum sie nicht coden können, weil sie Mädchen sind. Es ist eine Minute lang. Ist so auf Anti oder? Ist eine Minute lang, man haut sich weg. Mhm. Ja. Also es ist eine Werbung für und die machen mit Antisätzen Werbung. Nee, ja, das sind keine Antisätze, das sind Vorurteile gegenüber Mädchen, die diese und die halt erklären, warum sie also aufgrund von was auch immer ihnen schon erzählt wurde, eben das nicht. Aber sie tun es trotzdem. Ja, sie tun es. Nein, sie erklären also, ja, warum sie es nicht können. Sie tun es nicht. Ne, sie erklären, warum sie es nicht machen können, ja. Okay. Gut, der Schlusssatz ist dann, dass sie es doch tun, glaube ich. Ja, aber die ganze Geschichte vorher ist halt. Aber sie erklären halt, warum das einfach nicht gescheit funktionieren kann. Ne? Ja. Ja. Ja, meine Freundin kann auch überhaupt nicht programmieren, deswegen studiert sie auch Informatik, weil sie es überhaupt nicht kann. Und, sie bekommt auch niemals das Computerspiel, was sie gerade programmiert, hin. Und letztes Jahr das Computerspiel am Mobiltelefon hat sie auch überhaupt nicht hinbekommen. Das hat super funktioniert. Was machst du für ein Spiel? Doch gleich mal hin. Nicht mehr runterladen. Na, das gibt es nicht zum Runterladen. Das gibt es nicht zum Runterladen. Also der Quelltext ist auch leider verschollen, weil der Typ, mit dem sie es zusammen gemacht hat, bei einem Fahrradunfall ums Leben kam und er hatte die letzte Version der Software und die Kompilate existieren noch. Die sind auf ein paar Geräten installiert. Da könnte man das APK mal kopieren, aber im Shop gibt es das nicht. Es ist auch total trivial. Es ging ja auch nicht darum, ein komplexes Spiel, sondern einfach nur mit Android-Techniken ein Spiel hinzubekommen. Mhm. Also, ja, mit Sprites haben sie es halt gemacht. Mhm. Und allem drum und dran. Und jetzt ein 3D OpenGL, rudimentär OpenGL, also keine Hilfslibraries wie Unreal Engine oder sowas, sondern wirklich OpenGL entwickelt sie gerade. Und ja, die Grafik hat sie schon hinbekommen. Also ich habe ein bisschen mitgelernt und habe dann gesehen, wow, eigentlich gar nicht so schwer. Also man muss erstmal dahinter kommen, wie es funktioniert. Nämlich OpenGL hat ein paar Prämissen und wenn man die nicht kennt, bekommt man es nicht hin. Aber nachdem das klar war, funktioniert die Code wunderbar. Also ich bin erstaunt, wie einfach das ist. Aber ein Anfänger würde es nie hinbekommen. Ja, sie kommt leider nicht hierhin. Also dann liebe Zuhörer, geht zu meiner Freundin und sagt ihr schöne Grüße und zwingt sie dann hier hinzukommen und darüber zu erzählen. Ja, kannst du die nicht einfach mal in die Tasche packen, so einfach so, komm jetzt mal hier in den Koffer rein und dann nicht und dafür dann ist sie leider sie zu da. Schwer. Ja. Ach. Nee, das kann jetzt nicht sein. Ja, also die irgendwo.
Ich kann sie hier versuchen, hier hin zu rollen irgendwie. Kannst du nicht vorschwärmen, wie gut der Garib kocht? Und doch, sie kennt ja, sie war ja schon mal hier und wir haben hier gegessen, ja, ja. Mhm. Also Garibs Kochkünste kennt sie schon. Ja, und wenn du einfach sagst, komm, jetzt lass uns am Dienstag, jetzt die Biertaucher sind diesen Dienstag nicht da, jetzt lass uns hier essen gehen. Das glaubt sie nie, nie, nie im Leben. Oh, zufällig. Mit Tarnspeisen und Essen so. Oh, auch da. Ach je. Hm. Tja, und zudem wird sie dann auch wie er da dann da sitzen und ja. Nichts sagen. Ihren Schweigen. Genau. Ja, ja. Ist auch okay. Super, super. Nächstes ja. Thema, oder sind wir auch schon vielleicht langsam, oder habt ihr noch? Ich will was von der Republika hören. Nein, wirklich. Was habe ich denn noch? Was könnte ich denn noch? Ich hatte auch noch irgendwas. Na, die muss ich besser vorbereiten, die muss ich mir nochmal anschauen. Ich würde euch nämlich gerne nochmal auf jeden Fall erzählen von einer, ich glaube, die kommt aus Großbritannien, eine Nerdin, Schrägstrich-Feministin, die Laura Penny. Und die hat am letzten Tag den ersten Vortrag gestellt, namens Change the Story, Change the World. Laura Penny. Habe ich bei den letzten Shownotes rausgefunden. Ja, Laura, nicht Laura, Laura, das habe ich mir gedacht, ein Fehler, Copy-Paste-Fehler. Und worüber hat die geredet? Oder? Die hat eigentlich geredet darüber, ihre Sozialisation mit dem Konzept Fanfiction und wie die Fanfiction, also, das, also Literatur, die sich auf Serien oder Comics beziehen, die aber von Fans geschrieben worden sind, wie die aus dem klassischen Mustern ausbricht und dadurch auch einen großen Erfolg gefeiert hat und dadurch vielleicht auch den Weg ebnet, dann im Großen umzudenken. Also es geht darum, dass im Grunde irgendwie so oft, wenn du Filme, Mainstream-Filme siehst, hast du den klassischen weißen männlichen Helden, der seinen Weg geht, vielleicht einen Sinneswandel durchmacht und so weiter und so fort. Und sie hat zum Beispiel eingeleitet, zum Beispiel Fanfiction über Star Trek Classic, wo es zum Beispiel ein Buch oder eine besonders erfolgreiche Geschichte gibt, wo sich der Kirk und der Spock ineinander verlieben, weil Spock in dem, kennst du das wahrscheinlich, heißt das Potar? Nein, das ist ein klingonischer Ausdruck für Idiot. Aber es gibt so ein vulkanisches Fieber, das kommt auch in den Classics in einer Folge vor, das Vulkanier befällt und dann müssen sie Geschlechtsverkehr haben oder sie werden wahnsinnig aggressiv und sterben dann daran. Und in der Fanfiction geht es halt darum, dass der Kirk sich den dann in einer Situation annehmen muss. Und sie hat noch weitere Beispiele gebracht. Das muss sehr lustig sein im puritanischen Amerika. Und sie war einfach, ich habe es ja schon einmal gesehen in einem Vortrag, man weiß halt, dass sie wirklich so sicher ist in all diesen Themen und was sie alles referenziert und das ist ein sehr reich haltiger Vortrag und insbesondere auch einer der wenigen Vorträge, es ist ja manchmal so, dass die Fragerunden relativ lahm sind, aber da war es dann halt witzig, weil die Leute sie dann halt auch noch voll auf ihr Nerd und auf ihr Nerdwissen angeschossen haben. So eine Frage war zum Beispiel, ob sie glaubt, dass Klingonen, wenn sie besonders kinky Sex haben möchten, ob sie sich dann streicheln und liebkosen statt eins. Ja, Reverse SM sozusagen. Also alles in allem wirklich ein guter, kompakter und sie ist eine tolle Vortragende, ein empfehlenswerter Vortrag der RPTN. Cool. Jetzt habe ich das doch gemacht, ja. Aber du musst dich erst besser vorbereiten, um das uns erzählen zu können. Nein, das war es jetzt schon. Ach so. Ich hätte auch noch zwei Themen hier mitgebracht. Mhm. Ich drehe das Mikrofon ganz unauffällig rum. Musst du gar nicht, das ist Surround. Nach vielen Jahren. Weißt du, ich als mit meiner großen Blick Ton. Ich schäme jetzt so sehr. Jetzt kannst du im Rituell das Mikro drehen. Ja, drehen. Ja. Ich finde, dass wir das für einen Kult gründen und da brauchen wir auch liturgische Antworten. Also, damit das jetzt endlich, damit die Diskussion ein bisschen einfacher wird, werde ich es jetzt mal auf diesen Modus da drehen.
Wurscht. Okay, was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Ja, zwei Stories hattest du. Ja, Kirchheim. Die eine weiß ich noch, die andere nicht mehr. Also zum einen... Dann erzähl mal über die andere zuerst. Wir haben jetzt wieder von der einen gehört. So, ich weiß wieder beide. Und zwar am Sonntag war leider ohne Sven Guckes, aber es stand, fand statt Show and Tell. Und du warst dort? Ich war dort, ja, natürlich. Im Metalab. Im Metalab. Ich bin zwar eine halbe Stunde zu spät gekommen, aber die anderen waren auch noch nicht so wirklich aktiv wegen den Wahlen und alle waren zu ziemlich deprimiert. Aber nach anderthalb Stunden das war Sonntag. Verspätung, ja. Da haben wir noch geglaubt, der Hofer wird Präsident. Ja, genau, richtig. Ja. Fand es dann doch so langsam in der Bibliothek statt und ja, es war ganz nett. Also viel Neues gelernt. TMUX war unter anderem Thema. PewData habe ich mal den anderen gezeigt. Gibt es irgendein Output davon, also eine MetaLab-Wikipage, wo man was nachlesen kann? Oder Titanpad. Okay. Titanpad? Ja, Events, Titanpad, das hast Datum. Was du hast verliehen, ja. Irgendwie? Ja, kann ich machen, ja. Den Link kann ich reinsetzen. Okay. Und du hast über PewData erzählt? Ja, ich habe über PewData. Erklär das mal kurz, das glaube ich kennen viele nicht, ist aber ein ziemlich interessantes Stück Software. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch erstaunt, dass die Leute es interessiert hat, PewData. Mhm. Aber ja, die waren ganz gespannt darauf und haben auch ein paar Fragen gestellt. Aber es ist natürlich ein bisschen erschlagend, weil es vollkommen aller uns bekannten Mainstream-Programmiersprachen ist. Zum einen ist es grafisch und grafische Programmiersprachen sind schon eine Seltenheit. Mhm. Wenn wir jetzt Scratch nehmen, das ist noch nicht grafisch. Also man muss sich das so vorstellen, man hat Blöcke, die kann man irgendwo positionieren. Das ist wirklich vollkommen wurscht. Man kann die auch jederzeit wieder verschieben. Es hat, wo man sie positioniert, hat einfach nur ästhetische Gründe. Du fasst Linien zwischen die Blöcke. Dann. Richtig, genau. Und dann werden diese Blöcke mit Linien verbunden. Ja. Und alles passiert sozusagen gleichzeitig. Das heißt, man hat eine Addition an einer Stelle und steckt da zwei Zahlen rein und dann wird es addiert und unten über die Linie kommt das Ergebnis raus. Mhm. Also genauso wie Excel. Nein. Guter Versuch. Ja, probieren haben wir es. Ja, genau. Ja, also aber was fällt dann im Endeffekt raus? Ist PewData eine Musikgeschichte oder ist das allgemein? Also ja, für Sounddesign ist es auf jeden Fall primär entwickelt worden. Mhm. Aber theoretisch könntest du auch auf einem Raspberry Pi die GPIO-Pins damit abfragen und wenn bestimmte Dinge eintreten, klappen da ein paar Sachen um und dann kommt woanders was raus. Also das geht auch. Also es ist sehr offen, das ist zwar ja. Fokus-Sound, aber okay. Es gibt Analogsignale, Digitalsignale. Also innen drin gibt es nur zwei Unterschiede, und zwar Nachrichten. Man kann Nachrichten senden, das ist so eine Einzelnachricht. Das ist so wie ein Papierflieger, den man jemandem zuwirft. Der geht dann über so eine Leitung. Und das andere sind kontinuierliche Daten. Das kann man sich so vorstellen wie gefärbtes Wasser. Mal kommt grünes Wasser, mal kommt blaues Wasser durch diesen Schlauch durch, der von einem Block zum anderen fließt. Und so Generatoren in anderen Sprachen? Generatoren in anderen Sprachen? Die dir eben Daten dann liefern, wenn du sie anforderst, dann kriegst du aus einer Pipe nur was raus oder aus einem Stream. Ach so, nein. Das sind die kontinuierlich fließen da die Daten durch. Bei den Nachrichten, das ist so ein, ja, ist auch nicht wirklich wie OOP, wo man auch von Nachrichten spricht. Es ist schon etwas anders. Also diese Analogie mit entweder Rohrpost, wo ich einfach ein Rohr habe, wo ich eine Rohrpost durchschicke, einzelne Nachrichten, oder ein Rohr, wo ich Wasser durchfließen lasse. Also das passt, glaube ich, am besten, weil es die ganze Zeit kontinuierlich fließt da was. Ja. Und Nachrichten kommen, wenn etwas reinkam gerade. Es gibt dann auch so ein Metro-Objekt zum Beispiel, das ist ein Metronom, da stellt man die Zeit ein. Und wenn man zum Beispiel 1000 einstellt, dann kommt einmal pro Sekunde eine Rohrpost, eine Nachricht am Ausgang raus. Da steht nur einfach Bang drin. Mhm. Bang ist so eine Universalnachricht für Staaten sozusagen. Ja. Wofür verwendest du PewData oder hast du verwendet? Für Musik. Also bei dir kommt Feedback raus. Oder ja.
Ich habe zum einen von größeren Sachen, die ich in dem Fach an der TU, als ich das besucht habe, programmiert habe, die größeren Sachen, die gingen auch über das Fach eigentlich schon fast hinaus, habe ich einmal einen Synthesizer geschrieben, der ein bestimmtes Datenformat aus einer Datei ausgelesen hat. Mhm. Und hat dann über 64 Kanäle dann einen Synthesizer mit 64 Kanälen angesprochen. Mhm. Der konnte also 64 verschiedene Töne abspielen. Und der ging allerdings leider nur immer von Kanal zu Kanal und sagte dann, und jetzt spiel bitte so diesen Ton ab für diese Länge. Das heißt, wenn der einmal rund ging und der noch nicht fertig war, wurde sozusagen unterbrochen. Also solche Sachen sind könnte man lösen, sind dann aber schon wieder komplizierter. Mhm. Also es sind ein paar Sachen wirklich kompliziert. Zum Beispiel sowas Typisches bei der Audiosignalverarbeitung, wie zum Beispiel die Faltung, das man für Echos benötigt. Okay. Man kann, ein Beispiel ist, man geht in den Wald, nimmt ein Aufnahmegerät mit und schießt mit einer Schreckpistole in die Luft. Das nimmt man auf und das, was man dabei aufnimmt, nimmt man dann für die Faltung als zweiten Operator, Operanden. Okay. Und dann das Eingangssignal ist das, was man gerade aufgenommen hat. Und auf diese Art und Weise kann man mit Hilfe der Faltung und diesem Schreckschuss-Audiosignal dann erreichen, dass man denselben Klang wie in dem Wald hat. Das heißt, also man kann das Echo eines Raumes in ein Audiosignal hineinrechnen. Schön. Das geht mit Hilfe der Faltung und eben so einem Knall. Cool. Das heißt, du könntest künstlich deine Stimme aufnehmen und dann so tun, als würdest du in einer Kathedrale sprechen. Ja, ich muss nur einen Knall in einer Kathedrale aufnehmen. Ich stelle mir gerade Dennis mit Schreckschusspistole in einer Kathedrale vor. Und dann Dinge, die wir uns nicht gerne vorstellen. Keine Sorge, ich podcast. Ja. Ja, cool. Ja. Also Faltung geht mit Pure Data nicht. Schade, schade, schade. Aber da gibt es ja Reaper zum Beispiel. Da ist es ziemlich trivial. Da gibt es ein VST-Plugin. Da gibt man an und zack, hat man die Sache. Mhm. Allerdings kann man VST-Plugins auch in Pure Data benutzen. Fällt mir gerade ein. Mal ausprobieren. Das drauf, ja. Ja, jedenfalls... Ach, das ist ärgerlich. Oh je, die Bombe. Ja, jetzt ist Schluss. Das müssen wir ausmachen. Ja. Ja, also einmal einen Synthesizer programmiert, der ein bestimmtes Lied nur abspielen konnte, weil das Einzige ist, was ich in dieses Format... Ich hätte das auch direkt mit ihm... Das Tänzchen klein oder Nein. Daisy einfach? Nein, es war von Philipp Glass, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches Philipp Stück. Philipp Glass, den hast du schon mal erwähnt, das ist ja einer der Namen. Ja, Fokus, ihr wollt jetzt noch ein zweites Thema besprechen. Das war nicht schlecht. Okay, nur kurz noch zum Abschluss vom Computer, weil mich interessiert es, ja. Ah ja, genau. Ja. Eine Beatbox habe ich noch programmiert. A Drum Machine. Okay. Und hast du selber, also das sind ja zur Erzeugung und Synthesizer, hast du selber auch mal Musikstücke zusammengeschraubt? Und wenn ja, kann man die irgendwo? Ja, mit... mit der Beatmaschine habe ich ein Stück zusammengestellt, ja. Cool. Okay. Herunterladen, nicht, dass ich wüsste, könnte ich mal hochladen, ja. Ja, ich muss das sogar noch abgeben. Das Fach war letztes Jahr und ich habe es bisher noch nicht abgegeben. Das muss ich auch noch mal machen. Okay. Ja. Na gut, jetzt wollen wir noch was schon ungeduldig. Mach mal Thema 2. Du hattest noch, nein, das war das Gesetz. Achso, zwei Themen, ja. Richtig, ja. Also sonst hat keiner mehr was? Schon müde. Doch nicht. Oh. Ja, ich habe Factorio weitergespielt. Ah. Factorio. Oder habe ich es letzte Woche schon erzählt? Nein, du hast es nur angekündigt. Du meinst es nicht von Human Resource Machine. Nein, Factorio. Davon hast du schon mal erzählt. Ja, das ist das Spiel, wo man auf einem Planeten gelandet ist und eine Rakete bauen muss, indem man die Ressourcen des Planeten ausnutzt und die Aliens alle töten muss, weil sie sonst einen angreifen, weil sie die Umweltverschmutzung natürlich aufhalten möchte. Das ist aber nicht dieses Candle in Space. Nein, das ist es nicht. Okay. Das habe ich letztens auch das erste Mal gesehen. Das ist auch interessant. Nee, Factorio, ich habe wirklich inzwischen 27 Stunden zusammen. Okay. Ja. In
innerhalb von 5 Tagen. Und das macht Spaß. Oh mein Gott, das ist so süchtig machend. Deswegen hier eine Biertaucherwarnung. Warnung von Bier. Okay. Ja, also. Wie heißt das Spiel, was ich nicht. Factorio. Factorio. Soll ich nicht kaufen? Weil nicht kaufen. Okay. Es kostet auch 20 Euro, also. Ah. Das kannst du nicht leisten. Ja, genau. Das kann man sich sowieso nicht leisten. Viel zu teuer. Ich habe es zwar nicht als ein Humble Bundle, aber beim Store gekauft, ja, weil man dort mit Bitcoins zahlen kann. Ja, also das ist wirklich süchtig machen. Das ist richtig cool mit den Fließbändern und man schaut dann zu, wie die Dinge, die man gefördert hat und dann verarbeitet hat über Fließbänder. Also du baust so Produktionsketten auf. Ja. Und das Ganze ist 3D-Grafik? Nee, so es ist 2D von oben. Das ist, okay. Ja, man kann ranzoomen und wegzoomen. Und ich habe die Gegner ausgeschaltet, weil ich das nicht haben wollte. Du hast erstmal die Ureinwohner ausgerottet von dem. Ich möchte. Nein, die habe ich vom Spiel her. Ja. Nee, Quatsch, ich habe sie nicht ausgeschaltet, sondern ich habe eingestellt, dass sie mich nicht angreifen, solange ich sie nicht angreife. Ah, okay. Ja, jetzt, also sie existieren also schon noch. Angriffspakt mit denen. So ungefähr. Ja. Und ich bin dann mit dem Panzer hingefahren, weil ich etwas, weil ich nämlich deren Ressourcen auch benötige. Ich bin gezwungen, die zu töten. Mhm. Vom Spiel her. Das ist richtig fies in dem Spiel. Also, kannst du so nicht friedlich spielen. Ja, also wenn man zum Ende kommen möchte, nicht. Mhm. Und ich habe sie mit dem Panzer hingefahren und auf die geschossen und die schon zum Teil sind diese Nester von denen ziemlich stark. Also da laufen sie mir alle hinterher. Das ist auch so süß, wie die hinter mir herlaufen und mich beschießen. Es ist leicht beängstigend, wie du das erzählst mit dem Panzer. Aber ist das als Humor auch eingebaut im Spiel? Nein, ist überhaupt nicht. Bewusst, nicht gar nicht. Nein, also ich würde sagen, den Entwicklern ist es bewusst, aber dem Spiel soll es nicht bewusst sein, diese Süßheit. Und okay. Ja, also ich baue jetzt gerade Schienen in der Nähe und das ist das Beste überhaupt, wenn die nämlich auf die Schienen rennen, drüber fahren mit dem Zug. Das ist das Effektivste überhaupt. Das ist so richtig süß, ja. Wie die platt gemacht werden. Ich bin so Lemmingsartig. Sieht das noch aus Lemmingszeiten. Falls ihr irgendein Psychiater oder Eltern oder Kinder im nächsten Titanpad Platz für eine kurze Analyse. Vorschläge, Therapieansätze. Ist das schon gefährlich oder ist das eh noch okay? Das ist nur historisch akkurat, ne? Ja, ja, schön war's, ne? Ja, so richtig ausschunkeln. Würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja. Haben wir schon eine Prognose, wo wir uns treffen werden? Wir haben schon versucht, letzte Woche Prognose. Ist zurzeit, glaube ich, kein guter. Wir werden es einfach wieder am Montag zusammen schreiben. Am Montag im Twitter und auf biertaucher.at steht es gleich auf der biertaucher.at Seite drauf. Ich würde sagen, Prognose, wir treffen uns auf Mallorca. Oh, schön. Ah, nein, mag ich nicht. Du? Mit welchem Geld? Deinem. Was? Okay, ist abgelehnt worden. Ja, genau. Im alten AKH, vielleicht. Das heißt, doch noch Lotto spielen heute. Genau. Na dann, bis nächste Woche. Wenn Sie dabei sein wollen, also auf biertaucher.at schauen, am Montag, beziehungsweise spätestens am Dienstag, schreiben wir, ob wir uns im dazu Pressetreffen oder im alten AKH, wenn es schon ganz schön. Also nicht wie heute, wo es noch immer nicht drin steht. Doch, steht auf biertaucher.at drauf. Ach so, da hast du was Falsches erzählt. Ach. Nein, steht nicht drauf. So, Leute, Schluss. Zack, tschüss. Tschüss. Ciao.